Ein Brennstoff boomt. Bundesweit lodern in diesen Tagen Millionen Kaminöfen. Und jedes Jahr werden es mehr. Dass man zu Hause in einer warmen Stube sitzt, dass der Kamin knackt und dass man diese kuschelige Wärme hat. Mit Holz wird heutzutage nicht nur der Kamin befeuert. Immer häufiger auch Heizungen. Nachhaltig, ökologisch, verspricht jedenfalls die Werbung. Und günstiger als Öl und Gas. Also wir haben jetzt uns bevorratet mit 3 Tonnen Pellets. Die Nachfrage steigt. Aber reicht das Angebot dafür aus? Schon jetzt zahlt der Kunde Rekordpreise für Holz. Und wo kommt das ganze Holz eigentlich her? Bei der Recherche in bulgarischen Wäldern werden wir ausgebremst. Ein hartes Geschäft und eine grüne Idee. Wie passt das zusammen? Denn irgendwo müssen die Bäume ja gefällt werden. Morgens in Kropp bei Schleswig. Carsten Becker prüft seine Ausrüstung. Denn er hat einen der begehrten Plätze im Motorsägenkurs ergattert. Der Ausbilder macht es vor. 9 Männer und eine Frau wollen das sichere und richtige Ernten im Wald lernen, wie es unter Forstleuten heißt. Im ersten Ansatz ist das natürlich auch dieses Adrenalin, was dann im Körper ist, dass man, ich sag mal, die Situation im Griff hat. Das ist mein Baum, den habe ich gefällt, den habe ich klein gemacht, den habe ich ja bis zum Kamin halt gebracht. Und die Wärme, das habe ich gemacht. Das ist so der Mann und das Feuer. Für den Kurs zahlt jeder Teilnehmer 100 Euro. Dafür gibt es den Motorsägenschein, der zum Fällen im Forst berechtigt. Und dann wirklich einen lauten Achtungruf und nochmal wirklich gucken, siehst du keinen in deinem Bereich und dann kannst du loslegen. Carsten Becker will sich sein Holz selber machen und so den Händler sparen. Aber natürlich nicht so. Und mit der Spitze musst du darauf kommen, ja, okay? Probier's nochmal. In deutschen Wäldern steht ein Holzvorrat von 3,6 Milliarden Kubikmetern. Und weg. Sehr gut. Nirgendwo auf der Welt ist Holz so teuer wie bei uns. Und die Nachfrage steigt weiter. Auf jeden Fall wird es schön warm. Ist eine ganz andere Wärme als mit der Heizungsluft, sag ich mal. Und ich denke, wir sparen auch erheblich dadurch. Das hat ja immer mehr zugenommen, dass die Leute meinen, sie können ein bisschen Geld sparen über die Ofenheizung. Und dann muss man eben das Holz ja auch irgendwo bekommen. Das will man nicht irgendwo im Baumarkt kaufen, das will man selber wärmen. Mit dem Motorsägenschein sichert Carsten Becker seinen Nachschub und die Gemütlichkeit im Haus. Jedes Jahr kommen in deutschen Wohnzimmern 400.000 neue Kamine dazu. In den Herbst- und Wintermonaten heizt die Familie mit dem Ofen und kann die Gasheizung drosseln. Das entlastet die Rechnung. Seit nunmehr 15 Jahren. Damals, wo wir das Haus gebaut haben, hat meine Frau sich halt gewünscht, dass sie den Kamin hat, weil wir davon ausgegangen sind, wie es ja jetzt auch ist, dass es wegen der Atmosphäre und dem Gemütlichsein schöner ist, wenn man hier einen Kamin hat. Weil er halt auch nicht nur im Wohnzimmer das mitheizt, sondern dadurch, dass bei einer bestimmten Wärme das ins ganze Haus mit reingeht und das ganze Haus dann halt mitheizt. Es knistert und es riecht ja auch, deswegen hauptsächlich. Und ich denke ein bisschen auch wegen der Kosten, weil ich glaube, dass es doch noch günstiger ist als mit Gas oder Öl. Von November bis März brennt das selbstgeschlagene Holz. Die Familie verbraucht etwa 10 Raummeter pro Jahr. Wichtig ist trockenes Brennholz. Ablagern zu Hause, das dauert schon mal bis zu 2 Jahre. Ich habe in den Stahlmatten das Holz liegen, was wir aus dem Wald geholt haben in dem letzten Winter. Das liegt da drin, dass das abtrocknen kann. Und wenn das abgelagert ist quasi, dann kommt das hier rein in die einzelnen Kammern. Und dort liegt das dann, bis das trocken ist. Und dann gibt es eine zugewiesene Kammer immer für jeden Winter, wo man das Holz rausnehmen kann, weil das dann trocken genug ist. Im nahegelegenen Waldstück schlägt Becker sein Holz. Weil die Plätze begehrt sind, muss er jedes Jahr in den Wald.
Sonst vergibt der Förster Beckers Waldstück an den nächsten. Sägen, hacken, stapeln. An 4 bis 5 Wochenenden im Jahr. Die Mühe lohnt sich. Becker zahlt so 23 Euro für den Raummeter Holz. Direkt an den Förster. Ein Hof in der Nähe von Mölln. Dieser Mann war jahrzehntelang Forstbeamter im Staatsdienst und Experte für nachhaltiges Waldwachstum. Heute ist Lutz Fäser pensioniert, lebt idyllisch und bezeichnet sich selbst als Nestbeschmutzer. Mit Holz lässt sich heute gutes Geld verdienen. Und genau da liegt für ihn das Problem. Viele sind glücklich, weil sie jetzt endlich mal den Brennholzpreis anheben konnten. Und viele Leute laufen bei ihnen im Wald herum und die Förster haben viel zu tun, um das zu befriedigen. Und die Leute sind auch glücklich, der Förster gibt ihnen ihr Holz. Das ist auch ganz sympathisch für die Förster. Das Zweite ist aber, es zahlt natürlich letztendlich das Ökosystem. Wir haben in vielen Forstbetrieben jetzt eine Verteidigungslinie aufbauen müssen, damit nicht all das, was nachgefragt wird, auch wirklich geliefert wird, weil sonst der Wald zugrunde geht. Der wird wieder sauber und leer und das Ökosystem geht in die Knie. Laut Fäser hat auch die steigende Nachfrage nach Pelletheizungen Folgen für den Wald. Heizen mit Holz, das ist auch in der Stadt ein Trend. Platz zum Trocknen hat hier aber kaum jemand. Und wo bekommt der Städter sein Holz her? Auch über das Internet. Der Versandhandel boomt, das Angebot ist riesig. Es variiert in Menge, Baumart und Preis. Von 120 Euro über 163 bis zu 249 Euro beim Online-Versandhaus. Viele Händler bieten den Transport gleich mit an. Ein Klick, dann werden die Paletten bis vor die Haustür geliefert. Diese Lieferung eines Händlers aus Schleswig dürfen wir begleiten. Er liefert viel auch in der Hansestadt Hamburg aus. Guten Tag. Und ein bisschen Kaminholz. Ja, wunderbar. Bloß wohin damit? Ja, am besten in den Schuppen. Ja, am besten in den Schuppen, aber das wird nichts. Ist nur die Frage, ob ich überhaupt rumkomme da vorne mit der Palette. Ja. Bei diesem Kaminholzanbieter hat Heino Tiedemann zum ersten Mal bestellt. Erle gemischt. 1 bis 2 Paletten verbrennt er pro Saison. Wichtig bei der Auswahl für ihn, gestapeltes Holz auf der Palette. Ofenfertig. Und natürlich der Preis. Ja. Also die Preise zu vergleichen ist schon manchmal ein bisschen schwierig, weil jeder bezeichnet das anders. Sonst habe ich immer Schüttholz gehabt. Aber dann schütten die mir das vorne vors Haus. Und der Weg ist natürlich dann sehr lang. Dann wollte ich den Sommerpreis auch noch haben. Und dann kam die ausgerechnet an dem heißesten Tag des Jahres mit dem Holz. Und da habe ich den ganzen Tag gebraucht und viel Schweiß vergossen, um das Holz dann dahin zu kriegen. Das ist da oder darin? Nee, da hinten. Das kommt hier. Und was haben Sie jetzt gezahlt? Um die 300 Euro. Ja, das Holz wird immer teurer. Also es hängt natürlich auch von der Jahreszeit ab, aber es ist schon teurer geworden. Man merkt, es zieht an. Der Städter zahlt pro Raummeter Erle rund 171 Euro, inklusive Anlieferung. Je nach Baumart ändert sich der Preis. Georg Schulz ist Geschäftsführer gleich mehrerer Online-Holzshops. Einer von unzähligen Anbietern im Internet. Firmensitz ist Schleswig. Die Fahrer liefern Holz in ganz Deutschland aus. Was die jetzt bezahlt haben, ist ja schon ganz schön teuer. Wird da der Städter so ein bisschen ausgenutzt? Es ist so, dass in der Stadt es für uns ein größerer Aufwand ist, anzuliefern. Und das sind natürlich auch andere Frachtkosten. Auf dem Land ist es ganz einfach. Da wird hingefahren, abgeladen, abgestellt. Da passt es eigentlich immer. Ja. Hier steht mal irgendwo ein Auto im Weg und dann sind da schnell mal 15 Minuten weg. Und das macht den Preisunterschied? Ja, mit auch, ja, klar. Nach Angaben dieses Händlers sind von 308 Euro Gesamtpreis für die Palette Holz 89 Euro Transportkosten. Bei 10 einzeln angelieferten Paletten also 890 Euro pro LKW und Tag.
Was kostet Sie so eine Palette im Einkauf? Darüber will ich nichts sagen. Warum nicht? Ja, es ist mein, sag ich mal, Erfolgsrezept, auch da, sag ich mal, gute Einkaufskonditionen zu erreichen. In Fachkreisen wird Wald auch stehendes Gold genannt. Wer jetzt erntet, verschenkt sogar noch Einnahmen. Die Preise sollen weiter steigen. Bei Norddeutschlands größtem Holzhändler in Lüneburg merkt man die angespannte Marktlage. Bereits im Spätsommer werden ganze Stämme eingekauft, die dann hier auf dem Gelände verarbeitet werden. Diese Buchen aus Mecklenburg-Vorpommern werden Kaminholz, erklärt uns der Geschäftsführer Klaus Bockelmann. Der Markt des Kaminholzes hat sich ja in den letzten, kann man sagen, 10, 12 Jahren verdoppelt, teilweise sogar verdreifacht. Und das war eben die Folge, dass wir hier auch in diese Richtung investieren mussten. Vor einigen Jahren wäre aus diesem Baum noch ein Stuhl oder ein Regalbrett geworden. Mittlerweile ist es lukrativer, ihn zu Kaminholz zu zerlegen. Ein Trend, den auch die Industrie, zum Beispiel Möbelhersteller oder die Spanplattenfertigung, mit Sorge betrachtet. Zerkleinert in 30 bis 35 cm lange Stücke, landet das fertige Kaminholz bei Zwischenhändlern in der Region. Gewartet, bis das Holz von alleine getrocknet ist, wird hier schon lange nicht mehr. Eigene Trocknungshallen, die an ein Kraftwerk angeschlossen sind, verkürzen die Dauer bis auf wenige Tage. In der Halle herrschen konstant über 40 Grad. Zwischen der Spaltung und der Lagerhalle liegt natürlich die Trocknung. Die findet in einer Biogasanlage statt, wo warme Luft mindestens 4 Tage durch diese Container strömt und das Holz von der Feuchte 40-50% runterbringt auf unter 20, sodass man es hier dann abholen könnte und könnte es verbrennen. Baumärkte beliefert er nicht mehr. Qualität, sagt er, ist sein Geschäftsmodell. Wenn eine Baumarktkette hier günstiges Holz aus dem Import reinnimmt, kann es natürlich sein, dass diese Qualität nicht so ist wie unsere. Es ist auf jeden Fall günstiger. Das ist im Markt. Und den Wettbewerb, den können wir auch dann manchmal nicht gewinnen. Aber das entscheidet letztendlich der Kunde, was er dann haben möchte. Für die einen ist die Qualität entscheidend, für die anderen der Preis. Immer mehr Kaminholz wird über Baumärkte verkauft. Hier wirbt man mit dem Dauertiefpreis. Im Angebot diese Woche gemischtes Laubholz. Als Palette oder als kleine Portion knisternde Wärme für zwischendurch. Der Kunde soll bei uns möglichst immer den günstigsten Preis bekommen. Für 2,49 €, das ist der Kaminholz im Sack. Dann können Sie bei uns kaufen Raummeter, einmal reine Buche zu 129 und den Kaminholz-Raummeter gemischt für 88 €. Im Angebot im Baumarkt der Raummeter für 88 €. Gemischtes Holz, noch nicht abgelagert. Moin. Wo kommt es her, das Holz zu diesen Preisen? Morgen. Wir sind im Landesforst in Schleswig-Holstein. 200 Hektar, die zur Försterei Tankstedt gehören. Und vom Forstbeamten Sebastian Bohne bewirtschaftet werden. 11 Millionen Hektar deutschen Wald gibt es. Rund 40% davon sind staatlich, 30% in kommunaler Hand, der Rest ist Privatwald. Ein Regenguss später. Ich habe sehr, sehr viele Anfragen an Brennholz und kann die gar nicht alle erfüllen. Im letzten Jahr konnte ich es nicht. Da habe ich dann ganz klar gesagt, meine Holzernte ist zu Ende. Ich habe so viel genutzt, wie ich nutzen darf. Und wenn ich mehr nutzen würde, dann wäre das gegen das Nachhaltigkeitsprinzip. Die diesjährige Erntezeit hat begonnen. Wie viel gefällt wird und wo, ist genau festgelegt. Nach Plan steckt Förster Bohne eine Fahrgasse ab. Die weißen Markierungen signalisieren später den Weg, eine Schneise zum Bäumefällen. Rot bedeutet, dieser Baum soll gefällt werden. Dann kommt der Harvester, die Erntemaschine des Waldes.
Handarbeit ist hier schon lange vorbei. In wenigen Augenblicken wird zerlegt, was über Jahrzehnte gewachsen ist. Es gibt auch viele Leute, die wollen für ihren Ofen Scheitholz kaufen. Das liefere ich hier nicht. Ich liefere aus der Försterei tatsächlich noch das Rohmaterial, wo man auch noch selbst Hand anlegen muss, wo man selbst noch mit der Säge arbeiten muss. 120 Bäume an einem Tag. Abholbereit für die Kunden. Guten Morgen. Guten. Einmal Kaminholz. Ja, schön. Wunderbar. Also das letzte Mal, als ich gekriegt habe, hatten wir Eis und Schnee hier. Ja. Und dann hat er nur eine Hand Ameise gehabt. Die Firma fehlt nicht, ne? Nein. Wer keinen ganzen Baumstamm gebrauchen kann, um ihn bei sich zu Hause zu zerlegen, ist doch wieder auf den Holzhändler angewiesen. So. Ist für Sie wichtig, wo das Holz herkommt? Sollte wichtig sein, ja. Aber habe ich mir eigentlich nicht den großen Kopf drüber gemacht. Ja. Wo kommt das her? Von Kaminholz Online. Einer der zahllosen Internetanbieter. Und wo kommt das Holz her, was wir jetzt hier gesehen haben? Die Erle kommt aus Lettland und die Buche kommt aus dem Sachsenwald. Macht das Sinn, dass man Holz aus Lettland hier rüberfährt? Im Moment macht es Sinn, ja. Weil es günstiger ist. Und im Baumarkt? Sie sagen, das sind deutsche Lieferanten. Das Holz, was die wiederum beziehen, wo kommt das denn her? Gut, der Lieferant kauft Holz 1, kommt teilweise aus Osteuropa und es kommt aus Skandinavien. Es gibt schon Kunden, die vereinzelt nachfragen. Also das Bewusstsein ist schon da, dass man kein Raubholz verfeuern möchte. Wir fragen auch die anderen großen Baumärkte, wo sie ihr Kaminholz herbeziehen. Schriftlich heißt es, Holz und Holzprodukte wie Pellets stammen auch aus dem europäischen Ausland, wie dem Baltikum. Einige Baumärkte antworten gar nicht. Hier dürfen wir unsere Herkunftsfragen vor der Kamera stellen. Diese Woche im Angebot die Palette Mischholz für 89 Euro. Beliefert wird der Markt per LKW, zweimal die Woche mit Pellets und Kaminholz. Das Holz stamme aus Deutschland, den baltischen Ländern und Osteuropa, erfahren wir vom Bereichsleiter Einkauf und Logistik. Im Schnitt haben wir zwischen 200 und 300 Euro Paletten mit verschiedenen Holzarten, sei es der Raumbeter, sei es die Holzspinnebriketts, seien es die Pellets, die natürlich auch sehr stark nachgefragt werden. Das sind so die Sorten, die wir haben, und bis zu 300 Paletten. Inwiefern können Sie denn hier nachvollziehen, aus welchem Waldgebiet das kommt? Das können wir aufgrund der Frachtpapiere, woher der LKW letztendlich kommt. Daher sehen wir auch, was wurde von woher transportiert. Und so haben wir letztendlich die Gewissheit mit den Prüfsiegeln der Frachtpapiere, woher das Holz stammt. Doch die einzige Gewissheit scheint der Name des Zwischenhändlers zu sein. Und das ist das Papier, was der Lieferant hat? Das ist das Papier, was der Lieferant hat, genau. Ein Lieferant aus Litauen. Aber wer kontrolliert denn die Einfuhren, die nach Deutschland kommen? Wer überprüft, dass der LKW tatsächlich Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft anliefert? Zuständig dafür ist seit Mai 2013 die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung. In guter deutscher Ordnung hat man hier erstmal einen mehrseitigen Fragenkatalog entwickelt. Der Importeur muss Auskunft geben zu Produktart, Herkunftsland, Lieferant und Waldkonzessionen. Wenn er zu dem Ergebnis kommt, die Informationen führen bei ihm dazu, dass das Risiko illegalen Holzeinschlags vernachlässigbar ist, dann kann er das Holz kaufen. Wenn dem nicht so ist, sollte er die Finger von dieser Lieferung lassen. Immer mehr Holz kommt aus dem EU-Ausland zu uns. Und in der EU sind die Märkte offen. Wenn wir jetzt Einfuhren aus einem anderen Mitgliedstaat haben, würde ich sagen, der Mitgliedstaat selber muss schon zu Hause seine Aufgaben machen. Dort muss eine funktionierende Forstverwaltung implementiert werden. Wie wird das kontrolliert? Das muss jeder Mitgliedstaat dann für sich selbst kontrollieren. Dadurch, dass das ja kein Drittland ist, würden die Hausaufgaben erstmal zunächst dort gemacht werden müssen. Von 1200 Importeuren hat die Anstalt erst 12 kontrolliert.
An der Humboldt-Universität in Berlin erforschen Wissenschaftler die Veränderung von Wäldern und Forstflächen in Europa. Anhand von Satellitenbildern beobachten Professor Kümmerle und sein Team, was mit den Wäldern passiert. Die unterschiedlichen Farben zeigen, wie sich die Forstgebiete verändert haben. Was im Jahr 2005, hier gelb, noch da war, ist 5 Jahre später verschwunden, in der Karte pink dargestellt. Und ansonsten waren wir hier unten bei dem ganz großen Einschlag gerade vor einem Monat gewesen. Also ich war da und das sieht noch drastischer aus als 2009, wo ich das letzte Mal da war. Das sind jetzt mittlerweile schon knapp 2000 Hektar. Damals waren es noch 600 Hektar. Und Ende nicht in Sicht. Also waren aktuell auch immer noch 30 dabei weiter abzuwalzen. Ja. Gerade in der Kernzone und dann hier noch ein besonders schützenswerter Wald, in dem man auch einfach sieht, dass essentiell Forstfläche verschwunden ist. Und die Frage ist eben schon, sind es Einschläge gewesen oder was ist dort passiert? Ja, dass die roten Einschläge, die hier aus den 80ern und 90ern, einmal die Ukraine und hier sieht man Rumänien. Dann, Dr. Knorren ist gerade zurück aus den Karpaten. Er ist dort hoch bis zur Baumgrenze gefahren und hat den Zustand des Waldes dokumentiert. Wir sehen, wenn Einschläge stattfinden, wenn Sturmschäden aufkommen, wenn Feuerereignisse aufkommen. Das heißt immer dann, wenn Forstfläche großflächig verschwindet. Manchmal durch natürliche Ereignisse, aber in den allermeisten Fällen durch forstliche Maßnahmen, fast ausschließlich Kahlschläge in dem Fall. Laut europäischer Forststudie hat von 2000 bis 2010 der Holzeinschlag in den Ländern Zentralosteuropas auf 56 Millionen Kubikmeter Holz pro Jahr zugenommen. Ein Anstieg um 23%. Noch stärker ist der Anstieg in Südosteuropa. Hier nahm der Einschlag im gleichen Zeitraum um fast 78% zu. Diesen Kahlschlag können die Wissenschaftler auf den Karten über Jahre zurückverfolgen. Sie können sogar sehen, wann er begonnen hat. Die Begehung vor Ort gibt Gewissheit über die Ursachen des Waldverlustes. Manchmal eben auch illegaler Einschlag. Wir können sehen, ob Einschläge in Schutzgebieten stattfinden und damit Naturschutzgesetze nicht beachtet worden sind, dass Einschläge sehr nah an der Waldgrenze stattfinden. Es gibt auch einige Länder, die Einschläge nicht bis an die Waldgrenze erlauben. Über solche räumlichen Analysen können wir einiges sagen über Gesetzesüberschreitungen. Wir können jetzt aber nicht einfach aus den Satellitendaten Volumen ableiten und die in Vergleich stellen zu legal eingeschlagenen Volumen oder offiziellen Statistiken. Wie schwierig ist es denn eigentlich, an aktuelle Zahlen zu kommen in dem jeweiligen Land, um eben doch abgleichen zu können, was hier tatsächlich passiert? In Ländern, in denen ein Verdacht besteht, dass es vielleicht Korruption in der Forstwirtschaft gibt, gibt es natürlich ein Interesse, diese Daten nicht herauszugeben, weil mithilfe der Daten man einen Abgleich beispielsweise mit den Satellitendaten durchführen könnte, was dann Fragen aufwerfen könnte. Auffällig ist, in Deutschland sind die Zahlen der Holzernte weitgehend konstant. Ein deutlicher Anstieg hingegen in den Ländern, aus denen Brennholz auch nach Deutschland importiert wird. So stieg der Einschlag in Polen in diesem Zeitraum um fast 34%, in der Ukraine um 29% und verdoppelte sich in Bulgarien, ein Anstieg um 107%. Wir haben auch in Bulgarien die sogenannten temperierten Wälder der gemäßigten Breiten. Das muss man sich vorstellen, dass das große, zusammenhängende, ausgedehnte Laub- und Mischwälder sind, ganz natürlicherweise, also ganz natürliche Wälder, so wie sie einst große Teile Europas bedeckten. Jetzt aber, wenn überhaupt, nur noch in kleinen Fragmenten vorzufinden sind. Und die größten übrig gebliebenen Teile dieser Naturwälder befinden sich in der Europäischen Union, in Rumänien und Bulgarien. Und genau deswegen sind diese Wälder, diese ausgedehnten Naturwälder, ganz besonders schützenswert. Das weckt unsere Neugier. Unsere Reise geht nach Bulgarien, rund 2000 Kilometer von Deutschland entfernt. Der Alltag, so hören wir es hier, leide unter Korruption und lasse auch den Forstsektor nicht unberührt. In Sofia haben wir einen Interviewtermin in der obersten Forstbehörde. Trotz der verstärkten Nachfrage nach Brennholz sind die bulgarischen Wälder in einem einwandfreien Zustand. Состояние по показателя прираст. Не бих казал, че
Ich würde nicht behaupten, dass die Probleme mit illegalem Holzeinschlag mehr werden, sondern ganz im Gegenteil, sie werden weniger. Das heißt aber, es gibt illegalen Einschlag in Bulgarien. Wir wollen wissen, wo. Über 80% der bulgarischen Wälder sind in staatlicher Hand. Unterteilt in 6 Forstsektoren. Wir haben einen offiziellen Termin mit dem stellvertretenden Direktor des Territoriums Nordwest, rund 50 Kilometer von Sofia entfernt. Wir sind verabredet in einem Waldgebiet, wo auch Feuerholz geschlagen wird. Was bei uns Maschinen machen, ist hier Handarbeit. Der stellvertretende Direktor Philipp Kowaschki zeigt uns ausführlich Papiere, die den Einschlag von A bis Z dokumentieren sollen. Auch wenn es kyrillisch ist, die Zahlen sind eindeutig. Der Großteil sei minderwertiges Holz und werde zu Brennholz verarbeitet. In diesem Dokument steht, 70-80% dieses Holzes werden verbrannt. Wir bekommen vorgeführt, wie das frisch geschlagene Holz vor dem Abtransport mit einem Siegel des Försters versehen wird. Anschließend werden Transporttickets ausgestellt. Der Fahrer sei nun für diese Holzlieferung verantwortlich, sagt man uns. Was mit dem Holz danach geschieht, wisse das Forstunternehmen nicht. Der nächste Tag. Wir treffen uns mit dem Waldbeauftragten des bulgarischen WWF, Alexander Dunchev. Er bringt 2 weitere Umweltschützer mit, Velo und Konstantin. An der letzten Tankstelle bei Karlofer müssen wir in Jeeps umsteigen. Vor uns liegen 2 Stunden Fahrt. Die Aktivisten wollen uns eine andere Seite der bulgarischen Holzwirtschaft zeigen. Wieder geht es in den Wald, diesmal ohne Anmeldung. Es dauert nicht lange und wir werden verfolgt. Der Fahrer hupt, will uns durch dichtes Auffahren zum Anhalten bringen. Dann werden wir ausgebremst. Der Mann in der braunen Jacke stellt sich als Revierförster vor, will wissen, was wir hier wollen. Die Umweltschützer sagen, sie wollen sich im Wald umsehen, sich die Einschlagplätze ansehen. Nach weiterer Diskussion lässt uns der Förster unwillig ziehen. Tiefer geht's in den Wald. Kurz darauf zeigen sie uns die Spuren, die für sie auf illegalen Einschlag hindeuten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und da hinten noch 9 Bäume geschlagen. Und als Gefolge ein großes Loch entstanden. Das ist illegal. Diese Markierungen, sagen sie, seien nachträglich aufgemalt. Andere Bäume wiederum wurden zwar korrekt markiert, aber nicht gefällt. Der größere Baum, der erst nach 30 Jahren hätte gefällt werden sollen, wenn er richtig Wert hat, wurde schon vorzeitig gefällt. Okay. Er hat keine Markierung. Das heißt, der Holzfäller hat den dickeren Baum, den kleineren, vorgezogen. Je größer der Baum, desto wertvoller, da aus ihm mehr Holz gewonnen werden kann. Ich denke, dass die staatliche Forstbehörde hier ab und zu ihre Augen zumacht. Schlagen,
zu machen? Weil das private Unternehmen, welches hier einschlägt, von oberster politischer Ebene protegiert wird. Hat Protektion auf politischem Niveau. Die obersten Behörden organisieren auch die Papiere, die natürlich legal sind, aber das beschriebene Holzmaterial entspricht nicht der realen Lieferung. Zeichen des illegalen Einschlags seien nachträgliche Markierungen von Bäumen, die nicht zum Fällen vorgesehen waren. Und wieder bekommen wir Gesellschaft. Mitten im Wald, 2 Stunden vom letzten Dorf entfernt, steht plötzlich der Direktor dieses Forstsektors vor uns. Wie aus dem Nichts. Sie kommen hierher und stellen meine Professionalität in Frage. Nein, ich kommentiere hier gar nichts. Was machen Sie denn dann? Ich gehe nur durch den Wald. Die Situation droht zu eskalieren. Sieht das wie eine Marke aus? Ist es denn eine Marke? Sagen Sie, ist es eine Marke? Was soll es denn sonst sein? Der Baum wurde letztes Jahr markiert. Das hat sich ausgewachsen. Außerdem, hat dieser Baum den 18 cm Umfang? Interessant. Wenn es keine 18 cm sind, warum ist es dann markiert worden? Darf ich denn erklären, warum? Für den Durchgang zum Holztransport. Alles ist markiert worden. Okay, dann machen wir Feierabend hier. Wir haben nur noch wenige Minuten, um uns weiter umzusehen. Eigentlich ist es ein Gebiet, in dem Sturmschäden beseitigt werden sollten. Die Umweltschützer schätzen aber, dass hier mehr als 60% der Bäume abgeholzt worden sind. Also deutlich mehr als vom Sturm betroffen waren. Alle Bäume sind falsch markiert worden. Das andere ist, dass mit diesem illegalen Holzeinschlag die Wälder restlos vernichtet sind. Da sind Hektar und Hektar in ganz Bulgarien vernichtet worden. Und das Ganze ist ein großes, organisiertes, politisches Verbrechen. Sie haben selbst gesehen, die verantwortliche Forstagentur wollte nicht mitkommen, wollte das Verbrechen nicht sehen oder es protokollieren. Das hier ist gegen das Gesetz. Ich wette, sie waren noch nicht einmal hier. Wir verlassen über einen anderen Weg diese Waldregion im Herzen Bulgariens. Wollen wissen, an welche Betriebe das geschlagene Holz aus dieser Region geht. Etwa in dieses Sägewerk? Wir wollen filmen und bekommen schon wieder Besuch. Angeblich der Inhaber des Werks. Wir werden gefragt, was wir hier wollen. Wir sagen ihm, dass wir Aufnahmen machen, fragen nach, wo das ganze Holz herkommt. Eine Antwort gibt es nicht. Stattdessen nochmal die Frage, warum wir seine Fabrik filmen. Nach kurzem Wortwechsel will er noch unser Nummernschild fotografieren. Was ist das Problem? Unser Fahrer wird unruhig. Als er dann noch mit dem Sicherheitsdienst droht, bekommt unser Fahrer Angst. Wir verlassen den Ort. Und schließlich auch das Land. Mit vielen Fragen. In Bulgarien gibt es offenbar viele Interessen. Nicht immer scheint es dabei um das Wohl des Waldes zu gehen. Importe aus Ländern wie Bulgarien, um Holzprodukte dann hier zu verbrennen, das kritisiert der pensionierte Forstbeamte Lutz Fäser. Das Waldes Deutschlands ist nur in Bayern. Die ganze Kette vom Anfang bis zum Ende ist so verheerend schlecht, dass jeder Abnehmer hier in Deutschland also wirklich ein schlechtes Gewissen kriegen muss. Das geschieht nur, weil es sich kurzfristig rechnet. Aber Nachhaltigkeit ist immer langfristig. Die Reklame, die sozusagen auf dem Markt ist, nutzt mehr Holz, habt ein gutes Gewissen dabei, das ist wichtig, sonst klappt die Erneuerung unserer Energieressourcen nicht, ist eine Lobbyreklame. Es gibt natürlich etliche Industriebereiche, die sich auf den Weg gemacht haben, im guten Glauben vor 10, 20 Jahren, das ist besser als Öl und Gas, und die sind jetzt da. Die haben investiert, die haben einen Abschreibungszeitraum von 10, 20, 30 Jahren, die müssen ihre Anlagen ausnutzen und die machen Reklame. Reklame auch für einen Holzbrennstoff wie Pellets. Das Heizungssystem boomt, versorgt immer mehr Haushalte mit Wärme.
Familie Flöter hat vor 2 Jahren ihr Haus gebaut. Sie setzt, wie eine stetig wachsende Zahl von Hausbesitzern, auf eine Pelletheizung. Die gilt als modern und umweltbewusst. 3 Tonnen ist die Ration für den nächsten Winter. Die Pellets kommen aus Polen. Warmwasser und Heizung werden mit dem kleinen Pressspankügelchen geheizt. Für die grüne Idee gab es für Familie Flöter bares Fördergeld. Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle bezuschusste den Einbau der Anlage mit 1.000 Euro. Wohlig warm, nachwachsend und noch Geld gespart. Pellets werden die nicht aus diesem Holzabfall praktisch produziert. Und wenn man das noch mal verwerten kann und daraus ein kuscheliges Haus haben kann, ist das natürlich besser, als wenn ich Gas oder Öl halt dafür verwende. Es ist ja ein Abfallprodukt im Endeffekt. Von daher ist es eh schon da und es wird irgendwo noch sinnvoll verarbeitet. Von daher ist es für mich persönlich jetzt relativ uninteressant, wo es im Endeffekt jetzt gewachsen ist, das Holz. Es ist wichtig, dass es halt ein nachwachsender Rohstoff ist und das ist bei den Sachen, bei Pellets natürlich gesichert. Von daher ja, ist das eigentlich als Argument schon ausreichend, würde ich sagen. Heizen und sparen mit nachwachsenden Rohstoffen. Ein Trend. Günstige Kredite und Förderungen für den Einbau befeuern den Markt. Keine Hausbau- und Sanierungsmesse ohne Öfen, Holz und Pellets. Wir sind in Göttingen bei der Zuhaus. Hier werden Kunden akquiriert, beraten und bestärkt. Eröffnet wird die Messe vom niedersächsischen Umweltminister. Ich eröffne diese Messe sehr gern. Das ist hiermit geschehen. Wir gucken, wo wir die Förderung des Landes verstärken können, wo man die Nutzung von KfW-Programmen oder BAFA-Programmen des Bundes verstärken oder ergänzen kann, wie man mit Holz heizen kann und hier einen ganz alten, nachhaltigen Stoff nutzen kann. Holz und Förderung, sogenannte Marktanreizprogramme. Kernelemente grüner Energie- und Umweltpolitik. Aber ist das sinnvoll? Wir fragen nach. Jetzt den großen Einstieg in die Holznutzung zu propagieren, und das ist meines Erachtens nicht sinnvoll. Das würde am Ende kontraproduktiv und für die Treibhausbilanz negativ. Wir haben, und wird das nicht teilweise gemacht? Also wird nicht genau das auch gerüstet um, kauft euch Pelletheizungen? Ja, aber das ist kein Programm, was wir jetzt so offensiv, das ist kein Programm, was wir offensiv beworben haben. Am Ende trifft immer der Hauseigentümer, der Wohnungseigentümer die Entscheidung, welche Lösung für ihn am besten ist. In den letzten 10 Jahren hat sich die Zahl der Pelletheizungen durch massive Förderung verzwanzigfacht. Das Versprechen: grüne Energie, CO2-neutral und immer nachwachsend. Dazu billiger als Gas, Strom und Öl. Aber wo kommen sie her, die Pellets? Für den Verbraucher erstmal aus dem Sack. Verpackt werden sie zum Beispiel hier, im Pelletwerk in Buchholz. Aus dem ehemaligen Abfallprodukt Sägespäne ist längst eine Boomindustrie geworden. 2013 werden schätzungsweise 2 Millionen Tonnen Pellets produziert. Das Versprechen: heimisches Nadelholz. Säckeweise gutes Gewissen. Aber wie wird das sichergestellt? Sie lassen sich beliefern aus den umliegenden Sägewerken. Wo bekommen denn die Sägewerke wiederum ihren Rohstoff her? Also ich denke auf jeden Fall aus der Region auch. Das bedingt die hohen Transportkosten beim Holz. Und wir gehen eigentlich davon aus, dass dieses Pelletwerk und mit dem Rohstoff wir ungefähr 150 Kilometer aus der Region hier bedient werden. Sie gehen davon aus, wissen Sie es? Natürlich nicht. Was wir wissen, ist, was für ein Rohstoff verarbeitet wird. Das heißt, verarbeiten wir Kiefer oder Fichte oder insgesamt Laub- oder Nadelholz.
Und wir wissen, dass die Sägewerke aus der Region entsprechend nach dem Nachhaltigkeitskriterium ihre Rohstoffe verarbeiten. Wie beim Brennholz schwingt es auch hiermit. Das wohlige Gefühl von Regionalität und Nachhaltigkeit. Regional ist das Sägewerk. Aber wo bekommt es sein Holz her? Die Sägespäne für Pellets kommen zum Beispiel aus Uelzen. Das Werk gehört einem österreichischen Holzkonzern. Jeden Tag werden mehr als 100 Lkw-Ladungen zu Kleinholz zersägt. Von der Rinde bis zum Sägemehl wird alles verwertet. Wenn man die Branche betrachtet, große Importmengen kommen zunehmend aus dem Baltikum, aus dem Ostseeraum, aus Polen, aus Tschechien, aus den angrenzenden Ländern letztendlich. Die Hälfte des Holzes verkauft das Sägewerk längst in Form von Hackschnitzeln oder Pellets. Also der Trend ist so, dass seit einigen Jahren die energetische Nutzung die stoffliche Nutzung überholt hat. Einfach weil eben zunehmend Holz in Biomassekraftwerken verwendet wird, in Scheitholz verbrennt wird oder eben auch in Form von Pellets dann verheizt wird. Was später in den Pellets landet, kann also aus Deutschland kommen. Kommt aber ebenso oft von weit her. Der UN-Bericht zur Forstentwicklung in Europa geht bis zum Jahr 2030 von einem massiven Anstieg des jährlichen Holzbedarfs aus. Wesentlicher Grund? Die zunehmende Nutzung zur Verbrennung. Zitat aus dem UN-Bericht. Wenn Holz den angestrebten Anteil an den erneuerbaren Energien liefern soll, muss in den kommenden 20 Jahren annähernd 50% mehr Holz zur Verfügung stehen. Ja, der Rohstoff, also die Pellets an sich, die sind im Verhältnis zu Öl oder Gas, sind sie einfach, ich sag mal, um ein Drittel günstiger als halt die fossilen Brennstoffe. Und das ist schon eine Hausnummer. Der Haken, trotz steigendem Bedarf bleiben die verfügbaren Waldflächen und damit das zur Verfügung stehende Holz nahezu konstant. Der Wald muss also immer mehr leisten mit, Zitat, signifikanten Folgen, so die UN-Studie. Den Preis zahlt natürlich der Kunde erst einmal, der merkt das. Es hat sich in den letzten 10 Jahren fast verdoppelt. Es zahlt den Preis aber auch letztendlich der Wald, weil die Nachfrage befriedigt wird, indem mehr Bäume rausgeschlagen werden, indem auch andere Teile des Waldes genutzt werden, also kleinere, dünnere Teile, die sonst für das Ökosystem im Wald geblieben sind. Also es zahlt eigentlich die Natur und es zahlt der Kunde selber und es zahlt auch die Industrie, die sonst dieses Holz verwendet hätte, also für Spanplatten oder für sonstige Konstruktionszwecke. Das geht jetzt alles ins Brennholz letztendlich. Im europäischen Vergleich geht es dem deutschen Wald eigentlich ganz gut. Wir holzen in Maßen ab und achten auf intakte Flächen. Den ständig wachsenden Bedarf nach Pellets und Kaminholz allerdings decken wir zunehmend mit Importen ab. Und beteiligen uns so am Raubbau der Natur. Weisheit über die Ursachen des Waldverlustes. Manchmal eben auch illegaler Einschlag. Wir können sehen, ob Einschläge in Schutzgebieten stattfinden und damit Naturschutzgesetze nicht beachtet worden sind, dass Einschläge sehr nah an der Waldgrenze stattfinden. Es gibt auch einige Länder, die Einschläge nicht bis an die Waldgrenze erlauben. Über solche räumlichen Analysen können wir einiges sagen über Gesetzesüberschreitungen. Wir können jetzt aber nicht einfach aus den Satellitendaten Volumen ableiten und die in Vergleich stellen zu legal eingeschlagenen Volumen oder offiziellen Statistiken. Wie schwierig ist es denn eigentlich, an aktuelle Zahlen zu kommen in dem jeweiligen Land, um eben doch abgleichen zu können, was hier tatsächlich passiert? In Ländern, in denen ein Verdacht besteht, dass es vielleicht Korruption in der Forstwirtschaft gibt, gibt es natürlich ein Interesse, diese Daten nicht herauszugeben, weil mithilfe der Daten man einen Abgleich beispielsweise mit den Satellitendaten durchführen könnte, was dann Fragen aufwerfen könnte.
Auffällig ist, in Deutschland sind die Zahlen der Holzernte weitgehend konstant. Ein deutlicher Anstieg hingegen in den Ländern, aus denen Brennholz auch nach Deutschland importiert wird. So stieg der Einschlag in Polen in diesem Zeitraum um fast 34%, in der Ukraine um 29% und verdoppelte sich in Bulgarien, ein Anstieg um 107%. Wir haben auch in Bulgarien die sogenannten temperierten Wälder der gemäßigten Breiten. Das muss man sich vorstellen, dass das große, zusammenhängende, ausgedehnte Laub- und Mischwälder sind, ganz natürliche Weise, also ganz natürliche Wälder, so wie sie einst große Teile Europas bedeckten, jetzt aber, wenn überhaupt, nur noch in kleinen Fragmenten vorzufinden sind. Und die größten übrig gebliebenen Teile dieser Naturwälder befinden sich in der Europäischen Union, in Rumänien und Bulgarien. Und genau deswegen sind diese Wälder, diese ausgedehnten Naturwälder, ganz besonders schützenswert. Das weckt unsere Neugier. Unsere Reise geht nach Bulgarien, rund 2000 Kilometer von Deutschland entfernt. Der Alltag, so hören wir es hier, leide unter Korruption und lasse auch den Forstsektor nicht unberührt. In Sofia haben wir einen Interviewtermin in der obersten Forstbehörde. Trotz der verstärkten Nachfrage nach Brennholz sind die bulgarischen Wälder in einem einwandfreien Zustand. Ich würde nicht behaupten, dass die Probleme mit illegalem Holzeinschlag mehr werden, sondern ganz im Gegenteil, sie werden weniger. Das heißt aber, es gibt illegalen Einschlag in Bulgarien. Wir wollen wissen, wo. Über 80% der bulgarischen Wälder sind in staatlicher Hand. Unterteilt in 6 Forstsektoren. Wir haben einen offiziellen Termin mit dem stellvertretenden Direktor des Territoriums Nordwest, rund 50 Kilometer von Sofia entfernt. Wir sind verabredet in einem Waldgebiet, wo auch Feuerholz geschlagen wird. Was bei uns Maschinen machen, ist hier Handarbeit. Der stellvertretende Direktor Philipp Kowaschki zeigt uns ausführlich Papiere, die den Einschlag von A bis Z dokumentieren sollen. Auch wenn es kyrillisch ist, die Zahlen sind eindeutig. Der Großteil sei minderwertiges Holz und werde zu Brennholz verarbeitet. In diesem Dokument steht, 70-80% dieses Holzes werden verbrannt. Wir bekommen vorgeführt, wie das frisch geschlagene Holz vor dem Abtransport mit einem Siegel des Försters versehen wird. Anschließend werden Transporttickets ausgestellt. Der Fahrer sei nun für diese Holzlieferung verantwortlich, sagt man uns. Was mit dem Holz danach geschieht, wisse das Forstunternehmen nicht. Der nächste Tag. Wir treffen uns mit dem Waldbeauftragten des bulgarischen WWF, Alexander Dunchev. Er bringt 2 weitere Umweltschützer mit, Velo und Konstantin. An der letzten Tankstelle bei Karlofer müssen wir in Jeeps umsteigen. Vor uns liegen 2 Stunden Fahrt. Die Aktivisten wollen uns eine andere Seite der bulgarischen Holzwirtschaft zeigen. Wieder geht es in den Wald, diesmal ohne Anmeldung. Es dauert nicht lange und wir werden verfolgt. Der Fahrer hupt, will uns durch dichtes Auffahren zum Anhalten bringen. Dann werden wir ausgebremst. Der Mann in der braunen Jacke stellt sich als Revierförster vor.
will wissen, was wir hier wollen. Die Umweltschützer sagen, sie wollen sich im Wald umsehen, sich die Einschlagplätze ansehen. Nach weiterer Diskussion lässt uns der Förster unwillig ziehen. Tiefer geht's in den Wald. Kurz darauf zeigen sie uns die Spuren, die für sie auf illegalen Einschlag hindeuten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und da hinten noch 9 Bäume geschlagen. Und das Gefolge ein großes Loch entstanden. Das ist illegal. Diese Markierungen, sagen sie, seien nachträglich aufgemalt. Andere Bäume wiederum wurden zwar korrekt markiert, aber nicht gefällt. Der größere Baum, der erst nach 30 Jahren hätte gefällt werden sollen, wenn er richtig Wert hat, wurde schon vorzeitig gefällt. Okay. Er hat keine Markierung. Das heißt, der Holzfäller hat den dickeren Baum den kleineren vorgenommen. Handarbeit ist hier schon lange vorbei. In wenigen Augenblicken wird zerlegt, was über Jahrzehnte gewachsen ist. Es gibt auch viele Leute, die wollen für ihren Ofen Scheitholz kaufen. Das liefere ich hier nicht. Ich liefere aus der Försterei tatsächlich noch das Rohmaterial, wo man auch noch selbst Hand anlegen muss, wo man selbst noch mit der Säge arbeiten muss. 120 Bäume an einem Tag. Abholbereit für die Kunden. Guten Morgen. Guten. Einmal Kaminholz. Ja, schön. Wunderbar. Also das letzte Mal, als ich gekriegt habe, hatten wir Eis und Schnee hier. Ja. Und dann hat er nur eine Hand Ameise gehabt. Die Firma fährt nicht mehr. Nee. Wer keinen ganzen Baumstamm gebrauchen kann, um ihn bei sich zu Hause zu zerlegen, ist doch wieder auf den Holzhändler angewiesen. So. Ist für Sie wichtig, wo das Holz herkommt? Sollte wichtig sein, ja. Aber habe ich mir eigentlich nicht den großen Kopf drüber gemacht. Ja. Wo kommt das her? Von Kaminholz Online. Einer der zahllosen Internetanbieter. Und wo kommt das Holz her, was wir jetzt hier gesehen haben? Die Erle kommt aus Lettland und die Buche kommt aus dem Sachsenwald. Macht das Sinn, dass man Holz aus Lettland hier rüberfährt? Im Moment macht Sinn, ja. Weil es günstiger ist. Und im Baumarkt? Sie sagen, das sind deutsche Lieferanten. Das Holz, was die wiederum beziehen, wo kommt das denn her? Gut, der Lieferant kauft Holz 1, kommt teilweise aus Osteuropa und es kommt aus Skandinavien. Es gibt schon Kunden, die vereinzelt nachfragen. Also das Bewusstsein ist schon da, dass man kein Raubholz verfeuern möchte. Wir fragen auch die anderen großen Baumärkte, wo sie ihr Kaminholz herbeziehen. Schriftlich heißt es, Holz und Holzprodukte wie Pellets stammen auch aus dem europäischen Ausland, wie dem Baltikum. Einige Baumärkte antworten gar nicht. Hier dürfen wir unsere Herkunftsfragen vor der Kamera stellen. Diese Woche im Angebot die Palette Mischholz für 89 Euro. Beliefert wird der Markt per LKW, zweimal die Woche mit Pellets und Kaminholz. Das Holz stamme aus Deutschland, den baltischen Ländern und Osteuropa, erfahren wir vom Bereichsleiter Einkauf und Logistik.
Im Schnitt haben wir zwischen 200 und 300 Euro Paletten mit verschiedenen Holzarten, sei es der Raummeter, sei es die Holzspinnebriketts, seien es die Pellets, die natürlich auch sehr stark nachgefragt werden. Das sind so die Sorten, die wir haben, und bis zu 300 Paletten. Inwiefern können Sie denn hier nachvollziehen, aus welchem Waldgebiet das kommt? Das können wir aufgrund der Frachtpapiere, woher der LKW letztendlich kommt. Daher sehen wir auch, was wurde von woher transportiert. Und so haben wir letztendlich die Gewissheit mit den Prüfsiegeln der Frachtpapiere, woher das Holz stammt. Doch die einzige Gewissheit scheint der Name des Zwischenhändlers zu sein. Und das ist das Papier, was der Lieferant hat? Das ist das Papier, was der Lieferant hat, genau. Ein Lieferant aus Litauen. Aber wer kontrolliert denn die Einfuhren, die nach Deutschland kommen? Wer überprüft, dass der LKW tatsächlich Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft anliefert? Zuständig dafür ist seit Mai 2013 die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung. In guter deutscher Ordnung hat man hier erstmal einen mehrseitigen Fragenkatalog entwickelt. Der Importeur muss Auskunft geben zu Produktart, Herkunftsland, Lieferant und Waldkonzessionen. Wenn er zu dem Ergebnis kommt, die Informationen führen bei ihm dazu, dass das Risiko illegalen Holzeinschlags vernachlässigbar ist, dann kann er das Holz kaufen. Wenn dem nicht so ist, sollte er die Finger von dieser Lieferung lassen. Immer mehr Holz kommt aus dem EU-Ausland zu uns. Und in der EU sind die Märkte offen. Wenn wir jetzt Einfuhren aus einem anderen Mitgliedstaat haben, würde ich sagen, der Mitgliedstaat selber muss schon zu Hause seine Aufgaben machen. Dort muss eine funktionierende Forstverwaltung implementiert werden. Wie wird das kontrolliert? Das muss jeder Mitgliedstaat dann für sich selbst kontrollieren. Dadurch, dass das ja kein Drittland ist, würden die Hausaufgaben erstmal zunächst dort gemacht werden müssen. Von 1200 Importeuren hat die Anstalt erst 12 kontrolliert. An der Humboldt-Universität in Berlin erforschen Wissenschaftler die Veränderung von Wäldern und Forstflächen in Europa. Anhand von Satellitenbildern beobachten Professor Kümmerle und sein Team, was mit den Wäldern passiert. Die unterschiedlichen Farben zeigen, wie sich die Forstgebiete verändert haben. Was im Jahr 2005, hier gelb, noch da war, ist 5 Jahre später verschwunden, in der Karte pink dargestellt. Und ansonsten waren wir hier unten bei dem ganz großen Einschlag gerade vor einem Monat gewesen. Also ich war da und das sieht noch drastischer aus als 2009, wo ich das letzte Mal da war. Das sind jetzt mittlerweile schon knapp 2000 Hektar. Damals waren es noch 600 Hektar. Und Ende nicht in Sicht. Also waren aktuell auch immer noch fleißig dabei. Gerade in der Kernzone und dann hier noch ein besonders schützenswerter Wald, in dem man auch einfach sieht, dass essentiell Forstfläche verschwunden ist. Und die Frage ist eben schon, sind es jetzt Einschläge gewesen oder was ist dort passiert? Ja, dass die roten Einschläge hier aus den 80ern und 90ern waren, einmal die Ukraine und hier sieht man Rumänien. Dann, Dr. Knorren ist gerade zurück aus den Karpaten. Er ist dort hoch bis zur Baumgrenze gefahren und hat den Zustand des Waldes dokumentiert. Wir sehen, wenn Einschläge stattfinden, wenn Sturmschäden aufkommen, wenn Feuerereignisse aufkommen. Das heißt immer dann, wenn Forstfläche großflächig verschwindet. Manchmal durch natürliche Ereignisse, aber in den allermeisten Fällen durch forstliche Maßnahmen, fast ausschließlich Kahlschläge in dem Fall. Laut europäischer Forststudie hat von 2000 bis 2010 der Holzeinschlag in den Ländern Zentralosteuropas auf 56 Millionen Kubikmeter Holz pro Jahr zugenommen. Ein Anstieg um 23%. Noch stärker ist der Anstieg in Südosteuropa. Hier nahm der Einschlag im gleichen Zeitraum um fast 78% zu. Diesen Kahlschlag können die Wissenschaftler auf den Karten über Jahre zurückverfolgen. Sie können sogar sehen, wann er begonnen hat. Die Begehung vor Ort gibt Erle gemischt. 1 bis 2 Paletten verbrennt er pro Saison. Wichtig bei der Auswahl für ihn, gestapeltes Holz auf der Palette, ofenfertig. Und natürlich der Preis. Ja. Also die Preise zu vergleichen ist schon manchmal ein bisschen schwierig, weil jeder bezeichnet das anders. Sonst habe ich immer Schüttholz gehabt, aber dann schütten die mir das vorne vors Haus und der Weg ist natürlich dann sehr lang. Dann wollte ich den Sommerpreis auch noch haben. Und dann kam die ausgerechnet an dem heißesten Tag des Jahres.
mit dem Holz. Und da habe ich den ganzen Tag gebraucht und viel Schweiß vergossen, um das Holz dann dahin zu kriegen. Das ist da oder darin? Nee, da hinten. Das kommt hier. Und was haben Sie jetzt gezahlt? Um die 300 Euro. Ja, das Holz wird immer teurer. Also es hängt natürlich auch von der Jahreszeit ab, aber es ist schon teurer geworden. Man merkt, es zieht an. Der Städter zahlt pro Raummeter Erle rund 171 Euro, inklusive Anlieferung. Je nach Baumart ändert sich der Preis. Georg Schulz ist Geschäftsführer gleich mehrerer Online-Holzshops. Einer von unzähligen Anbietern im Internet. Firmensitz ist Schleswig. Die Fahrer liefern Holz in ganz Deutschland aus. Was die jetzt bezahlt haben, ist ja schon ganz schön teuer. Wird da der Städter so ein bisschen ausgenutzt? Es ist so, dass in der Stadt es für uns ein größerer Aufwand ist, anzuliefern. Und das sind natürlich auch andere Frachtkosten. Auf dem Land ist es ganz einfach. Da wird hingefahren, abgeladen, abgestellt. Da passt es eigentlich immer. Ja. Hier steht mal irgendwo ein Auto im Weg und dann sind da schnell mal 15 Minuten. Und das macht den Preisunterschied? Ja, mit auch, ja, klar. Nach Angaben dieses Händlers sind von 308 Euro Gesamtpreis für die Palette Holz 89 Euro Transportkosten. Bei 10 einzeln angelieferten Paletten also 890 Euro pro LKW und Tag. Was kostet Sie so eine Palette im Einkauf? Darüber will ich nichts sagen. Warum nicht? Ja, es ist mein Erfolgsrezept, auch da, sag ich mal, gute Einkaufskonditionen zu erreichen. In Fachkreisen wird Wald auch stehendes Gold genannt. Wer jetzt erntet, verschenkt sogar noch Einnahmen. Die Preise sollen weiter steigen. Bei Norddeutschlands größtem Holzhändler in Lüneburg merkt man die angespannte Marktlage. Bereits im Spätsommer werden ganze Stämme eingekauft, die dann hier auf dem Gelände verarbeitet werden. Diese Buchen aus Mecklenburg-Vorpommern werden Kaminholz, erklärt uns der Geschäftsführer Klaus Bockelmann. Der Markt des Kaminholzes hat sich ja in den letzten, kann man sagen, 10, 12 Jahren verdoppelt, teilweise sogar verdreifacht. Und das war eben die Folge, dass wir hier auch in diese Richtung investieren mussten. Vor einigen Jahren wäre aus diesem Baum noch ein Stuhl oder ein Regalbrett geworden. Mittlerweile ist es lukrativer, ihn zu Kaminholz zu zerlegen. Ein Trend, den auch die Industrie, zum Beispiel Möbelhersteller oder die Spanplattenfertigung, mit Sorge betrachtet. Zerkleinert in 30 bis 35 cm lange Stücke landet das fertige Kaminholz bei Zwischenhändlern in der Region. Gewartet, bis das Holz von alleine getrocknet ist, wird hier schon lange nicht mehr. Eigene Trocknungshallen, die an ein Kraftwerk angeschlossen sind, verkürzen die Dauer bis auf wenige Tage. In der Halle herrschen konstant über 40 Grad. Zwischen der Spaltung und der Lagerhalle liegt natürlich die Trocknung. Die findet in einer Biogasanlage statt, wo warme Luft mindestens 4 Tage durch diese Container strömt und das Holz von der Feuchte 40-50% runterbringt auf unter 20, sodass man es hier dann abholen könnte und könnte es verbrennen. Baumärkte beliefert er nicht mehr. Qualität, sagt er, ist sein Geschäftsmodell. Wenn eine Baumarktkette hier günstiges Holz aus dem Import reinnimmt, kann es natürlich sein, dass diese Qualität nicht so ist wie unsere. Es ist auf jeden Fall günstiger. Das ist im Markt. Und den Wettbewerb, den können wir auch dann manchmal nicht gewinnen. Aber das entscheidet letztendlich der Kunde, was er denn nun haben möchte. Für die einen ist die Qualität entscheidend, für die anderen der Preis. Immer mehr Kaminholz wird über Baumärkte verkauft. Hier wirbt man mit dem Dauertiefpreis. Im Angebot diese Woche gemischtes Laubholz. Als Palette oder als kleine Portion knisternde Wärme für zwischendurch.
Der Kunde soll bei uns möglichst immer den günstigsten Preis bekommen. Für 2,49 €, das ist der Kaminholz im Sack. Dann können Sie bei uns kaufen Raummeter, einmal reine Buche zu 129 und den Kaminholz-Raummeter gemischt für 88 €. Im Angebot im Baumarkt der Raummeter für 88 €. Gemischtes Holz, noch nicht abgelagert. Moin. Wo kommt es her, das Holz zu diesen Preisen? Morgen. Wir sind im Landesforst in Schleswig-Holstein. 200 Hektar, die zur Försterei Tankstedt gehören und vom Forstbeamten Sebastian Bohne bewirtschaftet werden. 11 Millionen Hektar deutschen Wald gibt es. Rund 40% davon sind staatlich, 30% in kommunaler Hand, der Rest ist Privatwald. Ein Regenguss später. Ich habe sehr, sehr viele Anfragen an Brennholz und kann die gar nicht alle erfüllen. Im letzten Jahr konnte ich es nicht. Da habe ich dann ganz klar gesagt, meine Holzernte ist zu Ende. Ich habe so viel genutzt, wie ich nutzen darf. Und wenn ich mehr nutzen würde, dann wäre das gegen das Nachhaltigkeitsprinzip. Die diesjährige Erntezeit hat begonnen. Wie viel gefällt wird und wo, ist genau festgelegt. Nach Plan steckt Förster Bohne eine Fahrgasse ab. Die weißen Markierungen signalisieren später den Weg, eine Schneise zum Bäumefällen. Rot bedeutet, dieser Baum soll gefällt werden. Dann kommt der Harvester, die Erntemaschine des Waldes. Je größer der Baum, desto wertvoller, da aus ihm mehr Holz gewonnen werden kann. Ich denke, dass die staatliche Forstbehörde hier ab und zu ihre Augen zumacht. Schlagen. Zumachen. Weil das private Unternehmen, welches hier einschlägt, von oberster politischer Ebene protegiert wird. Hat Protektion auf politischem Niveau. Die obersten Behörden organisieren auch die Papiere, die natürlich legal sind. Aber das beschriebene Holzmaterial entspricht nicht der realen Lieferung. Zeichen des illegalen Einschlags seien nachträgliche Markierungen von Bäumen, die nicht zum Fällen vorgesehen waren. Und wieder bekommen wir Gesellschaft. Mitten im Wald, 2 Stunden vom letzten Dorf entfernt, steht plötzlich der Direktor dieses Forstsektors vor uns. Wie aus dem Nichts. Sie kommen hierher und stellen meine Professionalität in Frage. Nein, ich kommentiere hier gar nichts. Was machen Sie denn dann? Ich gehe nur durch den Wald. Die Situation droht zu eskalieren. Sieht das wie eine Marke aus? Ist es denn eine Marke? Sagen Sie, ist es eine Marke? Was soll es denn sonst sein? Der Baum wurde letztes Jahr markiert. Das hat sich ausgewachsen. Außerdem, hat dieser Baum denn 18 cm Umfang? Interessant. Wenn es keine 18 cm sind, warum ist es dann markiert worden? Darf ich denn erklären, warum? Für den Durchgang zum Holztransport. Alles ist markiert worden. Okay, dann machen wir Feierabend hier. Wir haben nur noch wenige Minuten, um uns weiter umzusehen. Eigentlich ist es ein Gebiet, in dem Sturmschäden beseitigt werden sollten. Die Umweltschützer schätzen aber, dass hier mehr als 60% der Bäume abgeholzt worden sind. Also deutlich mehr als vom Sturm betroffen waren. Alle Bäume sind falsch markiert worden. Das andere ist, dass mit diesem illegalen Holzeinschlag die Wälder restlos vernichtet sind. Da sind Hektar und Hektar in ganz Bulgarien vernichtet worden. Und das Ganze ist ein großes, organisiertes, politisches Verbrechen. Sie haben selbst gesehen, die verantwortliche Forstagentur wollte nicht mitkommen, wollte das Verbrechen nicht sehen oder es protokollieren. Das hier ist gegen das Gesetz. Ich wette, sie waren noch nicht einmal hier. Wir verlassen über einen anderen Weg diese Waldregion im Herzen Bulgariens. Wollen wissen, an welche Betriebe das geschlagene Holz aus dieser Region geht. Etwa in dieses Sägewerk? Wir wollen filmen und bekommen schon wieder Besuch.
angeblich der Inhaber des Werks. Wir werden gefragt, was wir hier wollen. Wir sagen ihm, dass wir Aufnahmen machen. Fragen nach, wo das ganze Holz herkommt. Eine Antwort gibt es nicht. Stattdessen nochmal die Frage, warum wir seine Fabrik filmen. Nach kurzem Wortwechsel will er noch unser Nummernschild fotografieren. What's the problem? Unser Fahrer wird unruhig. Als er dann noch mit dem Sicherheitsdienst droht, bekommt unser Fahrer Angst. Wir verlassen den Ort. Und schließlich auch das Land, mit vielen Fragen. In Bulgarien gibt es offenbar viele Interessen. Nicht immer scheint es dabei um das Wohl des Waldes zu gehen. Importe aus Ländern wie Bulgarien, um Holzprodukte dann hier zu verbrennen, das kritisiert der pensionierte Forstbeamte Lutz Fäser. Das Waldes Deutschlands ist nur in Bayern. Die ganze Kette vom Anfang bis zum Ende ist so verheerend schlecht, dass jeder Abnehmer hier in Deutschland also wirklich ein schlechtes Gewissen kriegen muss. Das geschieht nur, weil es sich kurzfristig rechnet. Aber Nachhaltigkeit ist immer langfristig. Die Reklame, die sozusagen auf dem Markt ist, nutzt mehr Holz, habt ein gutes Gewissen dabei, das ist wichtig, sonst klappt die Erneuerung unserer Energieressourcen nicht, ist eine Lobbyreklame. Es gibt natürlich etliche Industriebereiche, die sich auf den Weg gemacht haben, im guten Glauben vor 10, 20 Jahren, das ist besser als Öl und Gas, und die sind jetzt da. Die haben investiert, die haben einen Abschreibungszeitraum von 10, 20, 30 Jahren, die müssen ihre Anlagen ausnutzen und die machen Reklame. Reklame auch für einen Holzbrennstoff wie Pellets. Das Heizungssystem boomt, versorgt immer mehr Haushalte mit Wärme. Familie Flöter hat vor 2 Jahren ihr Haus gebaut. Sie setzt, wie eine stetig wachsende Zahl von Hausbesitzern, auf eine Pelletheizung. Die gilt als modern und umweltbewusst. 3 Tonnen ist die Ration für den nächsten Winter. Die Pellets kommen aus Polen. Warmwasser und Heizung werden mit dem kleinen Pressspankügelchen geheizt. Für die grüne Idee gab es für Familie Flöter bares Fördergeld. Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle bezuschusste den Einbau der Anlage mit 1.000 Euro. Wohlig warm, nachwachsend und noch Geld gespart. Pellets werden die nicht aus diesem Holzabfall praktisch produziert? Und wenn man das nochmal verwerten kann und daraus ein kuscheliges Haus haben kann, ist das natürlich besser, als wenn ich Gas oder Öl halt dafür verwende. Es ist ja ein Abfallprodukt im Endeffekt. Von daher ist es eh schon da und es wird irgendwo noch sinnvoll verarbeitet. Von daher ist es für mich persönlich jetzt relativ uninteressant, wo es im Endeffekt jetzt gewachsen ist, das Holz. Es ist wichtig, dass es halt ein nachwachsender Rohstoff ist und das ist bei den Sachen, bei Pellets natürlich gesichert. Von daher ja, ist das eigentlich als Argument schon ausreichend, würde ich sagen. Heizen und sparen mit nachwachsenden Rohstoffen. Ein Trend. Günstige Kredite und Förderungen für den Einbau befeuern den Markt. Keine Hausbau- und Sanierungsmesse ohne Öfen, Holz und Pellets. Wir sind in Göttingen bei der Zuhaus. Hier werden Kunden akquiriert, beraten und bestärkt. Eröffnet wird die Messe vom niedersächsischen Umweltminister. Ein Brennstoff boomt. Bundesweit lodern in diesen Tagen Millionen Kaminöfen. Und jedes Jahr werden es mehr. Dass man zu Hause in einer warmen Stube sitzt, dass der Kamin knackt und dass man diese kuschelige Wärme hat. Mit Holz wird heutzutage nicht nur der Kamin befeuert. Immer häufiger auch Heizungen. Nachhaltig, ökologisch, verspricht jedenfalls die Werbung.
und günstiger als Öl und Gas. Also wir haben jetzt uns bevorratet mit 3 Tonnen Pellets. Die Nachfrage steigt, aber reicht das Angebot dafür aus? Schon jetzt zahlt der Kunde Rekordpreise für Holz. Und wo kommt das ganze Holz eigentlich her? Bei der Recherche in bulgarischen Wäldern werden wir ausgebremst. Ein hartes Geschäft und eine grüne Idee. Wie passt das zusammen? Denn irgendwo müssen die Bäume ja gefällt werden. Morgens in Kropp bei Schleswig. Carsten Becker prüft seine Ausrüstung. Denn er hat einen der begehrten Plätze im Motorsägenkurs ergattert. Der Ausbilder macht es vor. 9 Männer und eine Frau wollen das sichere und richtige Ernten im Wald lernen, wie es unter Forstleuten heißt. Im ersten Ansatz ist das natürlich auch dieses Adrenalin, was dann im Körper ist, dass man, ich sag mal, die Situation in den Griff hat. Das ist mein Baum, den habe ich gefällt, den habe ich klein gemacht, den habe ich ja bis zum Kamin halt gebracht. Und die Wärme, das habe ich gemacht. Das ist so der Mann und das Feuer. Für den Kurs zahlt jeder Teilnehmer 100 Euro. Dafür gibt es den Motorsägenschein, der zum Fällen im Forst berechtigt. Und dann wirklich einen lauten Achtungruf und nochmal wirklich gucken, siehst du keinen in deinem Bereich und dann kannst du loslegen. Carsten Becker will sich sein Holz selber machen und so den Händler sparen. Aber natürlich nicht so. Und mit der Spitze musst du darauf kommen, ja, okay? Probier's nochmal. In deutschen Wäldern steht ein Holzvorrat von 3,6 Milliarden Kubikmetern. Und weg. Sehr gut. Nirgendwo auf der Welt ist Holz so teuer wie bei uns. Und die Nachfrage steigt weiter. Auf jeden Fall wird es schön warm. Ist eine ganz andere Wärme als mit der Heizungsluft, sag ich mal. Und ich denke, wir sparen auch erheblich dadurch. Das hat ja immer mehr zugenommen, dass die Leute meinen, sie können ein bisschen Geld sparen über die Ofenheizung. Und dann muss man eben das Holz ja auch irgendwo bekommen. Das will man nicht irgendwo im Baumarkt kaufen, das will man selber wärmen. Mit dem Motorsägenschein sichert Carsten Becker seinen Nachschub und die Gemütlichkeit im Haus. Jedes Jahr kommen in deutschen Wohnzimmern 400.000 neue Kamine dazu. In den Herbst- und Wintermonaten heizt die Familie mit dem Ofen und kann die Gasheizung drosseln. Das entlastet die Rechnung. Seit nunmehr 15 Jahren. Damals, wo wir das Haus gebaut haben, hat meine Frau sich halt gewünscht, dass sie den Kamin hat, weil wir davon ausgegangen sind, wie es ja jetzt auch ist, dass es wegen der Atmosphäre und dem Gemütlichsein schöner ist, wenn man hier einen Kamin hat. Weil er halt auch nicht nur im Wohnzimmer das mitheizt, sondern dadurch, dass bei einer bestimmten Wärme das ins ganze Haus mit reingeht und das ganze Haus dann halt mitheizt. Es knistert und es riecht ja auch, deswegen hauptsächlich. Und ich denke ein bisschen auch wegen der Kosten, weil ich glaube, dass es doch noch günstiger ist als mit Gas oder Öl. Von November bis März brennt das selbstgeschlagene Holz. Die Familie verbraucht etwa 10 Raummeter pro Jahr. Wichtig ist trockenes Brennholz. Ablagern zu Hause, das dauert schon mal bis zu 2 Jahre. Ich habe in den Stahlmatten das Holz liegen, was wir aus dem Wald geholt haben in dem letzten Winter. Das liegt da drin, dass das abtrocknen kann. Und wenn das abgelagert ist quasi, dann kommt das hier rein in die einzelnen Kammern. Und dort liegt das dann, bis das trocken ist. Und dann gibt es eine zugewiesene Kammer immer für jeden Winter, wo man das Holz rausnehmen kann, weil das dann trocken genug ist. Im nahegelegenen Waldstück schlägt Becker sein Holz. Weil die Plätze begehrt sind, muss er jedes Jahr in den Wald. Sonst vergibt der Förster Beckers Waldstück an den nächsten. Sägen, hacken, stapeln. An 4 bis 5 Wochenenden im Jahr. Die Mühe lohnt sich. Becker zahlt so 23 Euro für den Raummeter Holz. Direkt an den Förster. Ein Hof in der Nähe von Mölln. Dieser Mann war jahrzehntelang Forstbeamter im Staatsdienst und Experte für nachhaltiges Waldwachstum. Ja,
Heute ist Lutz Fäser pensioniert, lebt idyllisch und bezeichnet sich selbst als Nestbeschmutzer. Mit Holz lässt sich heute gutes Geld verdienen. Und genau da liegt für ihn das Problem. Viele sind glücklich, weil sie jetzt endlich mal den Brennholzpreis anheben konnten. Und viele Leute laufen bei ihnen im Wald herum und die Förster haben viel zu tun, um das zu befriedigen. Und die Leute sind auch glücklich, der Förster gibt ihnen ihr Holz. Das ist auch ganz sympathisch für die Förster. Das Zweite ist aber, es zahlt natürlich letztendlich das Ökosystem. Wir haben in vielen Forstbetrieben jetzt eine Verteidigungslinie aufbauen müssen, damit nicht all das, was nachgefragt wird, auch wirklich geliefert wird, weil sonst der Wald zugrunde geht. Der wird wieder sauber und leer und das Ökosystem geht in die Knie. Laut Fäser hat auch die steigende Nachfrage nach Pelletheizungen Folgen für den Wald. Heizen mit Holz, das ist auch in der Stadt ein Trend. Platz zum Trocknen hat hier aber kaum jemand. Und wo bekommt der Städter sein Holz her? Auch über das Internet. Der Versandhandel boomt, das Angebot ist riesig. Es variiert in Menge, Baumart und Preis. Von 120 Euro über 163 bis zu 249 Euro beim Online-Versandhaus. Viele Händler bieten den Transport gleich mit an. Ein Klick, dann werden die Paletten bis vor die Haustür geliefert. Diese Lieferung eines Händlers aus Schleswig dürfen wir begleiten. Er liefert viel auch in der Hansestadt Hamburg aus. Guten Tag. Und ein bisschen Kaminholz. Ja, wunderbar. Bloß wohin damit? Ja, am besten in den Schuppen. Ja, am besten in den Schuppen, aber das wird nichts. Ist nur die Frage, ob ich überhaupt rumkomme da vorne mit der Palette. Ja. Bei diesem Kaminholzanbieter hat Heino Tiedemann zum ersten Mal. Der nächste Tag. Wir treffen uns mit dem Waldbeauftragten des bulgarischen WWF, Alexander Dunchev. Er bringt zwei weitere Umweltschützer mit, Velo und Konstantin. An der letzten Tankstelle bei Karlofer müssen wir in Jeeps umsteigen. Vor uns liegen 2 Stunden Fahrt. Die Aktivisten wollen uns eine andere Seite der bulgarischen Holzwirtschaft zeigen. Wieder geht es in den Wald, diesmal ohne Anmeldung. Es dauert nicht lange und wir werden verfolgt. Der Fahrer hupt, will uns durch dichtes Auffahren zum Anhalten bringen. Dann werden wir ausgebremst. Der Mann in der braunen Jacke stellt sich als Revierförster vor, will wissen, was wir hier wollen. Die Umweltschützer sagen, sie wollen sich im Wald umsehen, sich die Einschlagplätze ansehen. Nach weiterer Diskussion lässt uns der Förster unwillig ziehen. Tiefer geht's in den Wald. Kurz darauf zeigen sie uns die Spuren, die für sie auf illegalen Einschlag hindeuten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und da hinten noch 9 Bäume geschlagen. Und das Gefolg ein großes Loch entstanden. Das ist illegal. Diese Markierungen, sagen sie, seien nachträglich aufgemalt. Andere Bäume wiederum wurden zwar korrekt markiert, aber nicht gefällt. Der größere Baum, der erst nach 30 Jahren hätte gefällt werden sollen, wenn er richtig Wert hat, wurde schon vorzeitig gefällt. Okay. Er hat keine Markierung. Das heißt, der Holzfäller hat den dickeren Baum, den kleineren, vorgezogen. Je größer der Baum, desto wertvoller, da aus ihm mehr Holz gewonnen werden kann.
Ich denke, dass die staatliche Forstbehörde. Ich denke, dass die staatliche Forst. Auch mal wirklich gucken, siehst du keinen in deinem Bereich und dann kannst du loslegen. Carsten Becker will sich sein Holz selber machen und so den Händler sparen. Aber natürlich nicht so. Und mit der Spitze musst du darauf kommen, ja, okay? Probier's nochmal. In deutschen Wäldern steht ein Holzvorrat von 3,6 Milliarden Kubikmetern. Und weg. Sehr gut. Nirgendwo auf der Welt ist Holz so teuer wie bei uns. Und die Nachfrage steigt weiter. Auf jeden Fall wird es schön warm. Ist eine ganz andere Wärme als mit der Heizungsluft, sag ich mal. Und ich denke, wir sparen auch erheblich dadurch. Das hat ja immer mehr zugenommen, dass die Leute meinen, sie können ein bisschen Geld sparen über die Ofenheizung. Und dann muss man eben das Holz ja auch irgendwo bekommen. Das will man nicht irgendwo im Baumarkt kaufen, das will man selber werben. Mit dem Motorsägenschein sichert Carsten Becker seinen Nachschub und die Gemütlichkeit im Haus. Jedes Jahr kommen in deutschen Wohnzimmern 400.000 neue Kamine dazu. In den Herbst- und Wintermonaten heizt die Familie mit dem Ofen und kann die Gasheizung drosseln. Das entlastet die Rechnung. Seit nunmehr 15 Jahren. Damals, wo wir das Haus gebaut haben, hat meine Frau sich halt gewünscht, dass sie den Kamin hat, weil wir davon ausgegangen sind, wie es ja jetzt auch ist, dass es wegen der Atmosphäre und dem Gemütlichsein schöner ist, wenn man hier einen Kamin hat. Weil er halt auch nicht nur im Wohnzimmer das mit heizt, sondern dadurch, dass bei einer bestimmten Wärme das ins ganze Haus mit reingeht und das ganze Haus dann halt mit heizt. Es knistert und es riecht ja auch, deswegen hauptsächlich. Und ich denke ein bisschen auch wegen der Kosten, weil ich glaube, dass es doch noch günstiger ist als mit Gas oder Öl. Von November bis März brennt das selbstgeschlagene Holz. Die Familie verbraucht etwa 10 Raummeter pro Jahr. Wichtig ist trockenes Brennholz. Ablagern zu Hause, das dauert schon mal bis zu 2 Jahre. Ich habe in den Stahlmatten das Holz liegen, was wir aus dem Wald geholt haben in dem letzten Winter. Das liegt da drin, dass das abtrocknen kann. Und wenn das abgelagert ist quasi, dann kommt das hier rein in die einzelnen Kammern. Und dort liegt das dann, bis das trocken ist. Und dann gibt es eine zugewiesene Kammer immer für jeden Winter, wo man das Holz rausnehmen kann, weil das dann trocken genug ist. Im nahegelegenen Waldstück schlägt Becker sein Holz. Weil die Plätze begehrt sind, muss er jedes Jahr in den Wald. Sonst vergibt der Förster Beckers Waldstück an den nächsten. Sägen, hacken, stapeln. Das ist schützenswert. Das weckt unsere Neugier. Unsere Reise geht nach Bulgarien. Rund 2000 Kilometer von Deutschland entfernt. Der Alltag, so hören wir es hier, leide unter Korruption und lasse auch den Forstsektor nicht unberührt. In Sofia haben wir einen Interviewtermin in der obersten Forstbehörde. Trotz der verstärkten Nachfrage nach Brennholz sind die bulgarischen Wälder in einem einwandfreien Zustand. Ich würde nicht behaupten, dass die Probleme mit illegalem Holzeinschlag mehr werden, sondern ganz im Gegenteil, sie werden weniger. Das heißt aber, es gibt illegalen Einschlag in Bulgarien. Wir wollen wissen, wo. Über 80% der bulgarischen Wälder sind in staatlicher Hand. Unterteilt in 6 Forstsektoren. Wir haben einen offiziellen Termin mit dem stellvertretenden Direktor des Territoriums Nordwest, rund 50 Kilometer von Sofia entfernt. Wir sind verabredet in einem Waldgebiet, wo auch Feuerholz geschlagen wird.
Was bei uns Maschinen machen, ist hier Handarbeit. Der stellvertretende Direktor Philipp Kowaschki zeigt uns ausführlich Papiere, die den Einschlag von A bis Z dokumentieren sollen. Auch wenn es kyrillisch ist, die Zahlen sind eindeutig. Der Großteil sei minderwertiges Holz und werde zu Brennholz verarbeitet. In diesem Dokument steht, 70-80% dieses Holzes werden verbrannt. Wir bekommen vorgeführt, wie das frisch geschlagene Holz vor dem Abtransport mit einem Siegel des Försters versehen wird. Anschließend werden Transporttickets ausgestellt. Der Fahrer sei nun für diese Holzlieferung verantwortlich, sagt man uns. Was mit dem Holz danach geschieht, wisse das Forstunternehmen nicht. Der nächste Tag. Wir treffen uns mit dem Waldbeauftragten des bulgarischen WWF, Alexander. Am Ende trifft immer der Hauseigentümer, der Wohnungseigentümer die Entscheidung, welche Lösung für ihn am besten ist. In den letzten 10 Jahren hat sich die Zahl der Pelletheizungen durch massive Förderung verzwanzigfacht. Das Versprechen? Grüne Energie, CO2-neutral und immer nachwachsend. Dazu billiger als Gas, Strom und Öl. Aber wo kommen sie her, die Pellets? Für den Verbraucher erstmal aus dem Sack. Verpackt werden sie zum Beispiel hier, im Pelletwerk in Buchholz. Aus dem ehemaligen Abfallprodukt Sägespäne ist längst eine Boomindustrie geworden. 2013 werden schätzungsweise 2 Millionen Tonnen Pellets produziert. Das Versprechen? Heimisches Nadelholz. Säckeweise gutes Gewissen. Aber wie wird das sichergestellt? Sie lassen sich beliefern aus den umliegenden Sägewerken. Wo bekommen denn die Sägewerke wiederum ihren Rohstoff her? Also ich denke, auf jeden Fall aus der Region auch. Das bedingt die hohen Transportkosten beim Holz. Und wir gehen eigentlich davon aus, dass dieses Pelletwerk und mit dem Rohstoff wir ungefähr 150 Kilometer aus der Region hier bedient werden. Sie gehen davon aus, wissen Sie es? Natürlich nicht. Was wir wissen, ist, was für ein Rohstoff verarbeitet wird. Das heißt, verarbeiten wir Kiefer oder Fichte oder insgesamt Laub- oder Nadelholz. Und wir wissen, dass die Sägewerke aus der Region entsprechend nach dem Nachhaltigkeitskriterium ihre Rohstoffe verarbeiten. Wie beim Brennholz schwingt es auch hiermit. Das wohlige Gefühl von Regionalität und Nachhaltigkeit. Regional ist das Sägewerk. Aber wo bekommt es sein Holz her? Die Sägespäne für Pellets kommen zum Beispiel aus Uelzen. Das Werk gehört einem österreichischen Holzkonzern. Jeden Tag werden mehr als 100 Lkw-Ladungen zu Kleinholz zersägt. Von der Rinde bis zum Sägemehl wird alles verwertet. Wenn man die Branche betrachtet, große Importmengen kommen zunehmend aus dem Baltikum, aus dem Ostseeraum, aus Polen, aus Tschechien, aus den angrenzenden Ländern letztendlich. Die Hälfte des Holzes verkauft das Sägewerk längst in Form von Hackschnitzeln oder Pellets. Also der Trend ist so, dass seit einigen Jahren die energetische Nutzung die stoffliche Nutzung überholt hat. Einfach weil eben zunehmend Holz in Biomassekraftwerken verwendet wird, in Scheitholz verbrennt wird oder eben auch in Form von Pellets dann verheizt wird. Was später in den Pellets landet, kann also aus Deutschland kommen. Kommt aber ebenso auf Hack. Was kostet Sie so eine Palette im Einkauf? Darüber will ich nichts sagen. Warum nicht? Ja, es ist mein, sag ich mal, Erfolgsrezept, auch da, sag ich mal, gute Einkaufskonditionen zu erreichen. In Fachkreisen wird Wald auch stehendes Gold genannt. Wer jetzt erntet, verschenkt sogar noch Einnahmen. Die Preise sollen weiter steigen. Bei Norddeutschlands größtem Holzhändler in Lüneburg merkt man die angespannte Marktlage. Bereits im Spätsommer werden ganze Stämme eingekauft, die dann hier auf dem Gelände verarbeitet werden. Diese Buchen aus Mecklenburg-Vorpommern werden Kaminholz, erklärt uns der Geschäftsführer Klaus Bockelmann. Der Markt des Kaminholzes hat sich ja in den letzten, kann man sagen, 10, 12 Jahren
verdoppelt, teilweise sogar verdreifacht. Und das war eben die Folge, dass wir hier auch in diese Richtung investieren mussten. Vor einigen Jahren wäre aus diesem Baum noch ein Stuhl oder ein Regalbrett geworden. Mittlerweile ist es lukrativer, ihn zu Kaminholz zu zerlegen. Ein Trend, den auch die Industrie, zum Beispiel Möbelhersteller oder die Spanplattenfertigung, mit Sorge betrachtet. Zerkleinert in 30 bis 35 cm lange Stücke, landet das fertige Kaminholz bei Zwischenhändlern in der Region. Gewartet, bis das Holz von alleine getrocknet ist, wird hier schon lange nicht mehr. Eigene Trocknungshallen, die an ein Kraftwerk angeschlossen sind, verkürzen die Dauer bis auf wenige Tage. In der Halle herrschen konstant über 40 Grad. Zwischen der Spaltung und der Lagerhalle liegt natürlich die Trocknung. Die findet in einer Biogasanlage statt, wo warme Luft mindestens 4 Tage durch diese Container strömt und das Holz von der Feuchte 40-50% runterbringt auf unter 20, sodass man es hier dann abholen könnte und könnte es verbrennen. Baumärkte beliefert er nicht mehr. Qualität, sagt er, ist sein Geschäftsmodell. Wenn eine Baumarktkette hier günstiges Holz aus dem Import reinnimmt, kann es natürlich sein, dass diese Qualität nicht so ist wie unsere. Es ist auf jeden Fall günstiger. Das ist im Markt. Und den Wettbewerb, den können wir auch dann manchmal nicht gewinnen. Aber das entscheidet letztendlich der Kunde, was er dann haben möchte. Für die einen ist die Qualität entscheidend, für die anderen der Preis. Immer mehr Kaminholz wird über Baumärkte verkauft. Hier wirbt man mit dem Dauertiefpreis. Im Angebot diese Woche gemischtes Laubholz. Als Palette Saison. Wichtig bei der Auswahl für ihn, gestapeltes Holz auf der Palette. Ofenfertig. Und natürlich der Preis. Ja. Also die Preise zu vergleichen ist schon manchmal ein bisschen schwierig, weil jeder bezeichnet das anders. Sonst habe ich immer Schüttholz gehabt. Aber dann schütten die mir das vorne vors Haus. Und der Weg ist natürlich dann sehr lang. Dann wollte ich den Sommerpreis auch noch haben. Und dann kam die ausgerechnet an dem heißesten Tag des Jahres mit dem Holz. Und da habe ich den ganzen Tag gebraucht und viel Schweiß vergossen, um das Holz dann dahin zu kriegen. Das ist da oder darin? Nee, da hinten. Das kommt hier. Und was haben Sie jetzt gezahlt? Um die 300 Euro. Ja, das Holz wird immer teurer. Also es hängt natürlich auch von der Jahreszeit ab, aber es ist schon teurer geworden. Man merkt, es zieht an. Der Städter zahlt pro Raummeter Erle rund 171 Euro, inklusive Anlieferung. Je nach Baumart ändert sich der Preis. Georg Schulz ist Geschäftsführer gleich mehrerer Online-Holzshops. Einer von unzähligen Anbietern im Internet. Firmensitz ist Schleswig. Die Fahrer liefern Holz in ganz Deutschland aus. Was die jetzt bezahlt haben, ist ja schon ganz schön teuer. Wird da der Städter so ein bisschen ausgenutzt? Es ist so, dass in der Stadt es für uns ein größerer Aufwand ist, anzuliefern. Und das sind natürlich auch andere Frachtkosten. Auf dem Land ist es ganz einfach. Da wird hingefahren, abgeladen, abgestellt. Da passt es eigentlich immer. Ja. Hier steht mal irgendwo ein Auto im Weg und dann sind da schnell mal 15 Minuten. Und das macht den Preisunterschied? Ja, mit auch, ja, klar. Nach Angaben dieses Händlers sind von 308 Euro Gesamtpreis für die Palette Holz 89 Euro Transportkosten. Bei 10 einzeln angelieferten Paletten also 890 Euro pro LKW und Tag. Was kostet Sie so eine Palette im Einkauf? Darüber will ich nichts sagen. Warum nicht? Ja, es ist mein Erfolgsrezept, auch da, sag ich mal, gute Einkaufskonditionen zu erreichen. In Fachkreisen wird Wald auch stehendes Gold genannt. Wer jetzt erntet, verschenkt sogar noch Einnahmen. Die Preise sollen weiter steigen. Bei Norddeutschlands größtem Holzhändler in Lüneburg merkt man die angespannte Marktlage.
Bereits im Spätsommer werden ganze Stämme eingekauft, die dann hier auf dem Gelände 1000 Hektar, damals waren es noch 600 Hektar und Ende nicht in Sicht, also waren aktuell auch immer noch fleißig dabei abzuwalzen. Ja. Gerade in der Kernzone und dann hier noch ein besonders schützenswerter Wald, in dem man auch einfach sieht, dass potenziell Forstfläche verschwunden ist. Und die Frage ist eben schon, sind es Einschläge gewesen oder was ist dort passiert? Ja, dass die roten Einschläge, die hier aus den 80ern und 90ern waren, einmal die Ukraine und hier sieht man Rumänien. Dann, Dr. Knorren ist gerade zurück aus den Karpaten. Er ist dort hoch bis zur Baumgrenze gefahren und hat den Zustand des Waldes dokumentiert. Wir sehen, wenn Einschläge stattfinden, wenn Sturmschäden aufkommen, wenn Feuerereignisse aufkommen. Das heißt immer dann, wenn Forstfläche großflächig verschwindet. Manchmal durch natürliche Ereignisse, aber in den allermeisten Fällen durch forstliche Maßnahmen, fast ausschließlich Kahlschläge in dem Fall. Laut europäischer Forststudie hat von 2000 bis 2010 der Holzeinschlag in den Ländern Zentralosteuropas auf 56 Millionen Kubikmeter Holz pro Jahr zugenommen. Ein Anstieg um 23%. Noch stärker ist der Anstieg in Südosteuropa. Hier nahm der Einschlag im gleichen Zeitraum um fast 78% zu. Diesen Kahlschlag können die Wissenschaftler auf den Karten über Jahre zurückverfolgen. Sie können sogar sehen, wann er begonnen hat. Die Begehung vor Ort gibt Gewissheit über die Ursachen des Waldverlustes. Manchmal eben auch illegaler Einschlag. Wir können sehen, ob Einschläge in Schutzgebieten stattfinden und damit Naturschutzgesetze nicht beachtet worden sind, dass Einschläge sehr nah an der Waldgrenze stattfinden. Es gibt auch einige Länder, die Einschläge nicht bis an die Waldgrenze erlauben. Über solche räumlichen Analysen können wir einiges sagen über Gesetzesüberschreitungen. Wir können jetzt aber nicht einfach aus den Satellitendaten Volumen ableiten und die in Vergleich stellen zu legal eingeschlagenen Volumen oder offiziellen Statistiken. Wie schwierig ist es denn eigentlich, an aktuelle Zahlen zu kommen in dem jeweiligen Land, um eben doch abgleichen zu können, was hier tatsächlich passiert? In Ländern, in denen ein Verdacht besteht, dass es vielleicht Korruption in der Forstwirtschaft gibt, gibt es natürlich ein Interesse, diese Daten nicht herauszugeben, weil mithilfe der Daten man einen Abgleich beispielsweise mit den Satellitendaten durchführen könnte, was dann Fragen aufwerfen könnte. Auffällig ist, in Deutschland sind die Zahlen der Holzernte weitgehend konstant. Ein deutlicher Anstieg hingegen in den Ländern, aus denen Brennholz auch nach Deutschland importiert wird. So stieg der Einschlag in Polen in diesem Zeitraum um fast 34%, in der Ukraine um 29% und verdoppelte sich in Bulgarien, ein Anstieg um 107%. Wir haben auch in Bulgarien die sogenannten temperierten Wälder der gemäßigten Breiten. Das muss man sich vorstellen, dass das große, zusammenhängende, ausgedehnte Laub- und Mischwälder sind. Wälder, diese ausgedehnten Naturwälder, ganz besonders schützenswert. Das weckt unsere Neugier. Unsere Reise geht nach Bulgarien, rund 2000 Kilometer von Deutschland entfernt. Der Alltag, so hören wir es hier, leide unter Korruption und lasse auch den Forstsektor nicht unberührt. In Sofia haben wir einen Interviewtermin in der obersten Forstbehörde. Trotz der verstärkten Nachfrage nach Brennholz sind die bulgarischen Wälder in einem einwandfreien Zustand. Ich würde nicht behaupten, dass die Probleme mit illegalem Holzeinschlag mehr werden, sondern ganz im Gegenteil, sie werden weniger. Das heißt aber, es gibt illegalen Einschlag in Bulgarien. Wir wollen wissen, wo. Über 80% der bulgarischen Wälder sind in staatlicher Hand. Unterteilt in 6 Forstsektoren. Wir haben einen offiziellen Termin mit dem stellvertretenden Direktor des Territoriums Nordwest, rund 50 Kilometer von Sofia entfernt. Wir sind verabredet in einem Waldgebiet, wo auch Feuerholz geschlagen wird.
Was bei uns Maschinen machen, ist hier Handarbeit. Der stellvertretende Direktor Philipp Kowaschki zeigt uns ausführlich Papiere, die den Einschlag von A bis Z dokumentieren sollen. Auch wenn es kyrillisch ist, die Zahlen sind eindeutig. Der Großteil sei minderwertiges Holz und werde zu Brennholz verarbeitet. In diesem Dokument steht, 70-80% dieses Holzes werden verbrannt. Wir bekommen vorgeführt, wie das frisch geschlagene Holz vor dem Abtransport mit einem Siegel des Försters versehen wird. Anschließend werden Transporttickets ausgestellt. Der Fahrer sei nun für diese Holzlieferung verantwortlich, sagt man uns. Was mit dem Holz danach geschieht, wisse das Forstunternehmen nicht. Der nächste Tag. Wir treffen uns mit dem Waldbeamt hier. Wir haben nur noch wenige Minuten, um uns weiter umzusehen. Eigentlich ist es ein Gebiet, in dem Sturmschäden beseitigt werden sollten. Die Umweltschützer schätzen aber, dass hier mehr als 60% der Bäume abgeholzt worden sind. Also deutlich mehr als vom Sturm betroffen waren. Alle Bäume sind falsch markiert worden. Das andere ist, dass mit diesem illegalen Holzeinschlag die Wälder restlos vernichtet sind. Da sind Hektar und Hektar in ganz Bulgarien vernichtet worden. Und das Ganze ist ein großes, organisiertes, politisches Verbrechen. Sie haben selbst gesehen, die verantwortliche Forstagentur wollte nicht mitkommen, wollte das Verbrechen nicht sehen oder es protokollieren. Das hier ist gegen das Gesetz. Ich wette, sie waren noch nicht einmal hier. Wir verlassen über einen anderen Weg diese Waldregion im Herzen Bulgariens. Wollen wissen, an welche Betriebe das geschlagene Holz aus dieser Region geht. Etwa in dieses Sägewerk? Wir wollen filmen und bekommen schon wieder Besuch. Angeblich der Inhaber des Werks. Wir werden gefragt, was wir hier wollen. Wir sagen ihm, dass wir Aufnahmen machen, fragen nach, wo das ganze Holz herkommt. Eine Antwort gibt es nicht. Stattdessen nochmal die Frage, warum wir seine Fabrik filmen. Nach kurzem Wortwechsel will er noch unser Nummernschild fotografieren. Unser Fahrer wird unruhig. Als er dann noch mit dem Sicherheitsdienst droht, bekommt unser Fahrer Angst. Wir verlassen den Ort. Und schließlich auch das Land, mit vielen Fragen. In Bulgarien gibt es offenbar viele Interessen. Nicht immer scheint es dabei um das Wohl des Waldes zu gehen. Importe aus Ländern wie Bulgarien, um Holzprodukte dann hier zu verbrennen, das kritisiert der pensionierte Forstbeamte Lutz Fäser. Das Waldes Deutschlands ist nur in Bayern. Die ganze Kette vom Anfang bis zum Ende ist so verheerend schlecht, dass jeder Abnehmer hier in Deutschland also wirklich ein schlechtes Gewissen kriegen muss. Das geschieht. Wenn man Import reinnimmt, kann es natürlich sein, dass diese Qualität nicht so ist wie unsere. Es ist auf jeden Fall günstiger. Das ist im Markt. Und den Wettbewerb, den können wir auch dann manchmal nicht gewinnen. Aber das entscheidet letztendlich der Kunde, was er dann nun haben möchte. Für die einen ist die Qualität entscheidend. Für die anderen der Preis. Immer mehr Kaminholz wird über Baumärkte verkauft. Hier wirbt man mit dem Dauertiefpreis. Im Angebot diese Woche gemischtes Laubholz. Als Palette oder als kleine Portion knisternde Wärme für zwischendurch. Der Kunde soll bei uns möglichst immer den günstigsten Preis bekommen. Für 2,49, das ist der Kaminholz im Sack. Dann können Sie bei uns kaufen Raummeter
Einmal reine Buche zu 129 und den Kaminholzraummeter gemischt für 88 Euro. Im Angebot im Baumarkt der Raummeter für 88 Euro. Gemischtes Holz, noch nicht abgelagert. Moin. Wo kommt es her, das Holz zu diesen Preisen? Morgen. Wir sind im Landesforst in Schleswig-Holstein. 200 Hektar, die zur Försterei Tankstedt gehören und vom Forstbeamten Sebastian Bohne bewirtschaftet werden. 11 Millionen Hektar deutschen Wald gibt es. Rund 40% davon sind staatlich, 30% in kommunaler Hand, der Rest ist Privatwald. Ein Regenguss später. Ich habe sehr, sehr viele Anfragen an Brennholz und kann die gar nicht alle erfüllen. Im letzten Jahr konnte ich es nicht. Da habe ich dann ganz klar gesagt, meine Holzernte ist zu Ende. Ich habe so viel genutzt, wie ich nutzen darf. Und wenn ich mehr nutzen würde, dann wäre das gegen das Nachhaltigkeitsprinzip. Die diesjährige Erntezeit hat begonnen. Wie viel gefällt wird und wo, ist genau festgelegt. Nach Plan steckt Förster Bohne eine Fahrgasse ab. Die weißen Markierungen signalisieren später den Weg, eine Schneise zum Bäumefällen. Rot bedeutet, dieser Baum soll gefällt werden. Dann kommt der Harvester, die Erntemaschine des Waldes. Je größer der Baum, desto wertvoller, da aus ihm mehr Holz gewonnen werden kann. Ich denke, dass die staatliche Forstbehörde hier ab und zu ihre Augen zumacht. Schlagen. Zumachen. Weil nicht legal sind, aber das beschriebene Holzmaterial entspricht nicht der realen Lieferung. Zeichen des illegalen Einschlags seien nachträgliche Markierungen von Bäumen, die nicht zum Fällen vorgesehen waren. Und wieder bekommen wir Gesellschaft. Mitten im Wald, 2 Stunden vom letzten Dorf entfernt, steht plötzlich der Direktor dieses Forstsektors vor uns. Wie aus dem Nichts. Sie kommen hierher und stellen meine Professionalität in Frage. Nein, ich kommentiere hier gar nichts. Was machen Sie denn dann? Ich gehe nur durch den Wald. Die Situation droht zu eskalieren. Sieht das wie eine Marke aus? Ist es denn eine Marke? Sagen Sie, ist es eine Marke? Was soll es denn sonst sein? Der Baum wurde letztes Jahr markiert. Das hat sich ausgewachsen. Außerdem, hat dieser Baum den 18 cm Umfang? Interessant. Wenn es keine 18 cm sind, warum ist es dann markiert worden? Darf ich denn erklären, warum? Für den Durchgang zum Holztransport. Alles ist markiert worden. Okay, dann machen wir Feierabend hier. Wir haben nur noch wenige Minuten, um uns weiter umzusehen. Eigentlich ist es ein Gebiet, in dem Sturmschäden beseitigt werden sollten. Die Umweltschützer schätzen aber, dass hier mehr als 60% der Bäume abgeholzt worden sind. Also deutlich mehr als vom Sturm betroffen waren. Alle Bäume sind falsch markiert worden. Das andere ist, dass mit diesem illegalen Holzeinschlag die Wälder restlos vernichtet sind. Da sind Hektar und Hektar in ganz Bulgarien vernichtet worden. Und das Ganze ist ein großes, organisiertes, politisches Verbrechen. Sie haben selbst gesehen, die verantwortliche Forstagentur wollte nicht mitkommen, wollte das Verbrechen nicht sehen oder es protokollieren. Das hier ist gegen das Gesetz. Ich wette, sie waren noch nicht einmal hier. Wir verlassen über einen anderen Weg diese Waldregion im Herzen Bulgariens. Wollen wissen, an welche Betriebe das geschlagene Holz aus dieser Region geht. Etwa in dieses Sägewerk? Wir wollen filmen und bekommen schon wieder Besuch. Angeblich der Inhaber des Werks. Wir werden gefragt, was wir hier wollen. Wir sagen ihm, dass wir Aufnahmen machen, fragen nach, wo das ganze Holz herkommt.
Eine Antwort gibt es nicht. Stattdessen nochmal die Frage, warum wir seine Fabrik filmen. Nach kurzem Wortwechsel will er noch unser Nummernschild fotografieren. What's the problem? Unser Fahrer wird unruhig. Unsere Freundin. Als er dann noch mit dem Sicherheitsdienst droht, bekommt unser Fahrer Angst. Wir verlassen den Ort. Und schließlich auch das Land. Mit vielen Fragen. In Bulgarien gibt es offenbar viele Interessen. Nicht immer scheint es dabei um das Wohl des Waldes zu gehen. Importe aus Ländern wie Bulgarien, um Holzprodukte dann hier zu verbrennen, das kritisiert der pensionierte Forstbeamte Lutz Fäser. Das Waldes Deutschlands ist nur in Bayern. Die ganze Kette vom Anfang bis zum Ende ist so verheerend schlecht, dass jeder Abnehmer hier in Deutschland also wirklich ein schlechtes Gewissen kriegen muss. Das geschieht nur, weil es sich kurzfristig rechnet. Aber Nachhaltigkeit ist immer langfristig. Die Reklame, die sozusagen auf dem Markt ist, nutzt mehr Holz, habt ein gutes Gewissen dabei, das ist wichtig, sonst klappt die Erneuerung unserer Energieressourcen nicht, ist eine Lobbyreklame. Es gibt natürlich etliche Industriebereiche, die sich auf den Weg gemacht haben, im guten Glauben vor 10, 20 Jahren, das ist besser als Öl und Gas, und die sind jetzt da. Die haben investiert, die haben einen Abschreibungszeitraum von 10, 20, 30 Jahren, die müssen ihre Anlagen ausnutzen und die machen Reklame. Reklame auch für einen Holzbrennstoff wie Pellets. Das Heizungssystem boomt, versorgt immer mehr Haushalte mit Wärme. Familie Flöter hat vor 2 Jahren ihr Haus gebaut. Sie setzt, wie eine stetig wachsende Zahl von Hausbesitzern, auf eine Pelletheizung. Die gilt als modern und umweltbewusst. 3 Tonnen ist die Ration für den nächsten Winter. Die Pellets kommen aus Polen. Warmwasser und Heizung werden mit den kleinen Pressspankügelchen geheizt. Für die grüne Idee gab es für Familie Flöter bares Fördergeld. Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle bezuschusste den Einbau der Anlage mit 1.000 Euro. Wohlig warm, nachwachsend und noch Geld gespart. Pellets werden die nicht aus diesem Holzabfall praktisch produziert? Und wenn man das nochmal verwerten kann und daraus ein kuscheliges Haus haben kann, ist das natürlich besser, als wenn ich Gas oder Öl halt dafür verwende. Es ist ja ein Abfallprodukt im Endeffekt. Von daher ist es eh schon da und es wird irgendwo noch... Sagt man uns. Was mit dem Holz danach geschieht, wisse das Forstunternehmen nicht. Der nächste Tag. Wir treffen uns mit dem Waldbeauftragten des bulgarischen WWF, Alexander Dunchev. Er bringt 2 weitere Umweltschützer mit, Velo und Konstantin. An der letzten Tankstelle bei Karlofer müssen wir in Jeeps umsteigen. Vor uns liegen 2 Stunden Fahrt. Die Aktivisten wollen uns eine andere Seite der bulgarischen Holzwirtschaft zeigen. Wieder geht es in den Wald, diesmal ohne Anmeldung. Es dauert nicht lange und wir werden verfolgt. Der Fahrer hupt, will uns durch dichtes Auffahren zum Anhalten bringen. Dann werden wir ausgebremst. Der Mann in der braunen Jacke stellt sich als Revierförster vor, will wissen, was wir hier wollen. Die Umweltschützer sagen, sie wollen sich im Wald umsehen, sich die Einschlagplätze ansehen. Nach weiterer Diskussion lässt uns der Förster unwillig ziehen. Tiefer geht's in den Wald.
Kurz darauf zeigen sie uns die Spuren, die für sie auf illegalen Einschlag hindeuten. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Und da hinten noch 9 Bäume geschlagen. Und das Gefolge ein großes Loch entstanden. Das ist illegal. Diese Markierungen, sagen sie, seien nachträglich aufgemalt. Andere Bäume wiederum wurden zwar korrekt markiert, aber nicht gefällt. Der größere Baum, der erst nach 30 Jahren hätte gefällt werden sollen, wenn er richtig Wert hat, wurde schon vorzeitig gefällt. Er hat keine Markierung. Das heißt, der Holzfäller hat den dickeren Baum, den kleineren, vorgezogen. Je größer der Baum, desto wertvoller, da aus ihm mehr Holz gewonnen werden kann. Ich denke, da. Morgens in Kropp bei Schleswig. Carsten Becker prüft seine Ausrüstung. Denn er hat einen der begehrten Plätze im Motorsägenkurs ergattert. Der Ausbilder macht es vor. 9 Männer und eine Frau wollen das sichere und richtige Ernten im Wald lernen, wie es unter Forstleuten heißt. Im ersten Ansatz ist das natürlich auch dieses Adrenalin, was dann im Körper ist, dass man, ich sag mal, die Situation im Griff hat. Das ist mein Baum, den habe ich gefällt, den habe ich klein gemacht, den habe ich ja bis zum Kamin halt gebracht. Und die Wärme, das habe ich gemacht. Das ist so der Mann und das Feuer. Für den Kurs zahlt jeder Teilnehmer 100 Euro. Dafür gibt es den Motorsägenschein, der zum Fällen im Forst berechtigt. Und dann wirklich einen lauten Achtungruf und nochmal wirklich gucken, siehst du keinen in deinem Bereich und dann kannst du loslegen. Carsten Becker will sich sein Holz selber machen und so den Händler sparen. Aber natürlich nicht so. Und mit der Spitze musst du darauf kommen, ja, okay? Probier's nochmal. In deutschen Wäldern steht ein Holzvorrat von 3,6 Milliarden Kubikmetern. Und weg. Sehr gut. Nirgendwo auf der Welt ist Holz so teuer wie bei uns. Und die Nachfrage steigt weiter. Auf jeden Fall wird es schön warm. Ist eine ganz andere Wärme als mit der Heizungsluft, sag ich mal. Und ich denke, wir sparen auch erheblich dadurch. Das hat ja immer mehr zugenommen, dass die Leute meinen, sie können ein bisschen Geld sparen über die Ofenheizung. Und dann muss man eben das Holz ja auch irgendwo bekommen. Das will man nicht irgendwo im Baumarkt kaufen, das will man selber wärmen. Mit dem Motorsägenschein sichert Carsten Becker seinen Nachschub und die Gemütlichkeit im Haus. Jedes Jahr kommen in deutschen Wohnzimmern 400.000 neue Kamine dazu. In den Herbst- und Wintermonaten heizt die Familie mit dem Ofen und kann die Gasheizung drosseln. Das entlastet die Rechnung, seit nunmehr 15 Jahren. Damals, wo wir das Haus gebaut haben, hat meine Frau sich halt gewünscht, dass sie den Kamin hat, weil wir davon ausgegangen sind, wie es ja jetzt auch ist, dass es wegen der Atmosphäre und dem Gemütlichsein schöner ist, wenn man hier einen Kamin hat, weil er halt auch nicht nur im Wohnzimmer das mitheizt, sondern dadurch, dass bei einer bestimmten Wärme das ins ganze Haus mit reingeht und das ganze Haus dann halt mitheizt. Es knistert und es riecht ja auch. Deswegen hauptsächlich. Und ich denke, ein bisschen auch. Einschläge sehr nah an der Waldgrenze stattfinden. Es gibt auch einige Länder, die Einschläge nicht bis an die Waldgrenze erlauben. Über solche räumlichen Analysen können wir einiges sagen über Gesetzesüberschreitungen. Wir können jetzt aber nicht einfach aus den Satellitendaten Volumen ableiten und die in Vergleich stellen zu legal eingeschlagenen Volumen oder offiziellen Statistiken. Wie schwierig ist es denn eigentlich, an aktuelle Zahlen zu kommen in dem jeweiligen Land, um eben auch abgleichen zu können, was hier tatsächlich passiert? In Ländern, in denen ein Verdacht besteht, dass es vielleicht Korruption in der Forstwirtschaft gibt, gibt es natürlich ein Interesse, diese Daten nicht herauszugeben, weil mithilfe der Daten man einen Abgleich beispielsweise mit den Satellitendaten durchführen könnte, was dann Fragen aufwerfen könnte. Auffällig ist,
In Deutschland sind die Zahlen der Holzernte weitgehend konstant. Ein deutlicher Anstieg hingegen in den Ländern, aus denen Brennholz auch nach Deutschland importiert wird. So stieg der Einschlag in Polen in diesem Zeitraum um fast 34%, in der Ukraine um 29% und verdoppelte sich in Bulgarien, ein Anstieg um 107%. Wir haben auch in Bulgarien die sogenannten temperierten Wälder der gemäßigten Breiten. Das muss man sich vorstellen, dass das große, zusammenhängende, ausgedehnte Laub- und Mischwälder sind. Ganz natürlicherweise, also ganz natürliche Wälder, so wie sie einst große Teile Europas bedeckten. Jetzt aber, wenn überhaupt, nur noch in kleinen Fragmenten vorzufinden sind. Und die größten übrig gebliebenen Teile dieser Naturwälder befinden sich in der Europäischen Union, in Rumänien und Bulgarien. Und genau deswegen sind diese Wälder, diese ausgedehnten Naturwälder, ganz besonders schützenswert. Das weckt unsere Neugier. Unsere Reise geht nach Bulgarien, rund 2000 Kilometer von Deutschland entfernt. Der Alltag, so hören wir es hier, leide unter Korruption und lasse auch den Forstsektor nicht unberührt. In Sofia haben wir einen Interviewtermin in der obersten Forstbehörde. Trotz der verstärkten Nachfrage nach Brennholz sind die bulgarischen Wälder in einem einwandfreien Zustand. Ich würde nicht behaupten, dass die Probleme mit illegalem Holzeinschlag mehr werden, sondern ganz im Gegenteil, sie werden weniger. Das heißt aber, es gibt illegalen Erntezeit hat begonnen. Wie viel gefällt wird und wo, ist genau festgelegt. Nach Plan steckt Förster Bohne eine Fahrgasse ab. Die weißen Markierungen signalisieren später den Weg, eine Schneise zum Bäumefällen. Rot bedeutet, dieser Baum soll gefällt werden. Dann kommt der Harvester, die Erntemaschine des Waldes. Je größer der Baum, desto wertvoller, da aus ihm mehr Holz gewonnen werden kann. Ich denke, dass die staatliche Forstbehörde hier ab und zu ihre Augen zumacht. Schlagen. Zumachen. Weil das private Unternehmen, welches hier einschlägt, von oberster politischer Ebene protegiert wird. Hat Protektion auf politischem Niveau. Die obersten Behörden organisieren auch die Papiere, die natürlich legal sind. Aber das beschriebene Holzmaterial entspricht nicht der realen Lieferung. Zeichen des illegalen Einschlags seien nachträgliche Markierungen von Bäumen, die nicht zum Fällen vorgesehen waren. Und wieder bekommen wir Gesellschaft. Mitten im Wald, 2 Stunden vom letzten Dorf entfernt, steht plötzlich der Direktor dieses Forstsektors vor uns. Wie aus dem Nichts. Sie kommen hierher und stellen meine Professionalität in Frage. Nein, ich kommentiere hier gar nichts. Was machen Sie denn dann? Ich gehe nur durch den Wald. Die Situation droht zu eskalieren. Sieht das wie eine Marke aus? Ist es denn eine Marke? Sagen Sie, ist es eine Marke? Was soll es denn sonst sein? Der Baum wurde letztes Jahr markiert. Das hat sich ausgewachsen. Außerdem, hat dieser Baum den 18 cm Umfang? Interessant. Wenn es keine 18 cm sind, warum ist es dann markiert worden? Darf ich denn erklären, warum? Für den Durchgang zum Holztransport. Alles ist markiert worden. Okay, dann machen wir Feierabend hier. Wir haben nur noch wenige Minuten, um uns weiter umzusehen. Eigentlich ist es ein Gebiet, in dem Sturmschäden beseitigt werden sollten. Die Umweltschützer schätzen aber, dass hier mehr als 60% der Bäume abgeholzt worden sind. Also deutlich mehr als vom Sturm betroffen waren. Alle Bäume sind falsch markiert worden. Das andere ist, dass mit diesem illegalen Holzeinschlag die Wälder restlos vernichtet sind.
Da sind Hektar und Hektar in ganz Bulgarien vernichtet worden. Und das Ganze ist ein großes, organisiertes, politisches Verbrechen. Sie haben selbst gesehen, die verantwortliche Forstagentur. Der Markt des Kaminholzes hat sich ja in den letzten, kann man sagen, 10, 12 Jahren verdoppelt, teilweise sogar verdreifacht. Und das war eben die Folge, dass wir hier auch in diese Richtung investieren mussten. Vor einigen Jahren wäre aus diesem Baum noch ein Stuhl oder ein Regalbrett geworden. Mittlerweile ist es lukrativer, ihn zu Kaminholz zu zerlegen. Ein Trend, den auch die Industrie, zum Beispiel Möbelhersteller oder die Spanplattenfertigung, mit Sorge betrachtet. Zerkleinert in 30 bis 35 cm lange Stücke, landet das fertige Kaminholz bei Zwischenhändlern in der Region. Gewartet, bis das Holz von alleine getrocknet ist, wird hier schon lange nicht mehr. Eigene Trocknungshallen, die an ein Kraftwerk angeschlossen sind, verkürzen die Dauer bis auf wenige Tage. In der Halle herrschen konstant über 40 Grad. Zwischen der Spaltung und der Lagerhalle liegt natürlich die Trocknung. Die findet in einer Biogasanlage statt, wo warme Luft mindestens 4 Tage durch diese Container strömt und das Holz von der Feuchte 45-50% runterbringt auf unter 20, sodass man es hier dann abholen könnte und könnte es verbrennen. Baumärkte beliefert er nicht mehr. Qualität, sagt er, ist sein Geschäftsmodell. Wenn eine Baumarktkette hier günstiges Holz aus dem Import reinnimmt, kann es natürlich sein, dass diese Qualität nicht so ist wie unsere. Es ist auf jeden Fall günstiger. Das ist im Markt. Und den Wettbewerb, den können wir auch dann manchmal nicht gewinnen. Aber das entscheidet letztendlich der Kunde, was er dann haben möchte. Für die einen ist die Qualität entscheidend, für die anderen der Preis. Immer mehr Kaminholz wird über Baumärkte verkauft. Hier wirbt man mit dem Dauertiefpreis. Im Angebot diese Woche gemischtes Laubholz. Als Palette oder als kleine Portion knisternde Wärme für zwischendurch. Der Kunde soll bei uns möglichst immer den günstigsten Preis bekommen. Für 2,49 €, das ist der Kaminholz im Sack. Dann können Sie bei uns kaufen Raummeter, einmal reine Buche zu 129 und den Kaminholz-Raummeter gemischt für 88 Euro. Im Angebot im Baumarkt der Raummeter für 88 Euro. Gemischtes Holz, noch nicht abgelagert. Moin. Wo kommt es her, das Holz zu diesen Preisen? Morgen. Wir sind im Landesforst in Schleswig-Holstein. 200 Hektar, die zur Försterei tanken. Der UN-Bericht zur Forstentwicklung in Europa geht bis zum Jahr 2030 von einem massiven Anstieg des jährlichen Holzbedarfs aus. Wesentlicher Grund? Die zunehmende Nutzung zur Verbrennung. Zitat aus dem UN-Bericht. Wenn Holz den angestrebten Anteil an den erneuerbaren Energien liefern soll, muss in den kommenden 20 Jahren annähernd 50% mehr Holz zur Verfügung stehen. Ja, der Rohstoff, also die Pellets an sich, die sind im Verhältnis zu Öl oder Gas, sind sie einfach, ich sag mal, um ein Drittel günstiger als halt die fossilen Brennstoffe. Und das ist schon eine Hausnummer. Der Haken, trotz steigendem Bedarf bleiben die verfügbaren Waldflächen und damit das zur Verfügung stehende Holz nahezu konstant. Der Wald muss also immer mehr leisten mit, Zitat, signifikanten Folgen, so die UN-Studie. Den Preis zahlt natürlich der Kunde erst einmal, der merkt das. Es hat sich in den letzten 10 Jahren fast verdoppelt. Es zahlt den Preis aber auch letztendlich der Wald, weil die Nachfrage befriedigt wird, indem mehr Bäume rausgeschlagen werden, indem auch andere Teile des Waldes genutzt werden, also kleinere, dünnere Teile, die sonst für das Ökosystem im Wald geblieben sind. Also es zahlt eigentlich die Natur und es zahlt der Kunde selber. Und es zahlt auch die Industrie, die sonst dieses Holz verwendet hätte. Also für Spanplatten
oder für sonstige Konstruktionszwecke. Das geht jetzt alles ins Brennholz letztendlich. Im europäischen Vergleich geht es dem deutschen Wald eigentlich ganz gut. Wir holzen in Maßen ab und achten auf intakte Flächen. Den ständig wachsenden Bedarf nach Pellets und Kaminholz allerdings decken wir zunehmend mit Importen ab und beteiligen uns so am Raubbau der Natur. Gewissheit über die Ursachen des Waldverlustes. Manchmal eben auch illegaler Einschlag. Wir können sehen, ob Einschläge in Schutzgebieten stattfinden und damit Naturschutzgesetze nicht beachtet worden sind, dass Einschläge sehr nah an der Waldgrenze stattfinden. Es gibt auch einige Länder, die Einschläge nicht bis an die Waldgrenze erlauben. Über solche räumlichen Analysen können wir einiges sagen über Gesetzesüberschreitungen. Wir können jetzt aber nicht einfach aus den Satellitendaten Volumen ableiten.